Okay, wunderbar. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich werde gleich alle Teilnehmer, die heute hier an dieser uns sehr wichtigen Veranstaltung teilnehmen, im Detail vorstellen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich bin Präsident unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und darf gleichzeitig die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie hier an der Medizinischen Hochschule Hannover leiten. Ich freue mich wirklich sehr, dass viele hier vor Ort im Hörsaal G, die Gastroenterologie, in der Medizinischen Hochschule Hannover sich versammelt haben. Wir haben sehr viele Menschen, die online im Stream auf unserer DGVS-Homepage dieser Veranstaltung folgen werden, worüber wir uns sehr freuen. Eine Veranstaltung, die uns extrem wichtig ist. Und ich bin allen jetzt schon sehr dankbar, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen dürfen. Ich danke der Medizinischen Hochschule Hannover, die uns hier den Raum gegeben hat, dass wir gemeinsam die Veranstaltung durchführen. Aber ich glaube, diese Veranstaltung ist gerade aktuell in diesen Zeiten besonders wichtig. Viele von uns hier im Raum sind in medizinischen Heilberufen tätig. Wir sind wir verpflichten uns, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Aber gerade in diesen Zeiten ist es uns extrem wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Herkunft, von Glauben, allen Menschen offen gegenüberstreten, dass wir allen Menschen die gleiche medizinische Behandlung zur Verfügung kommen lassen wollen und dass wir alle unterstützen wollen. Das ist uns ein Herzensanliegen. Uns ist aber besonders wichtig, warum ist das? Weil wir wissen, wo wir herkommen müssen. Und ich möchte hier ganz vorweg, bevor ich, wie gesagt, alle vorstelle, Haro Jens danken. Haro Jens ist unser Archivar unserer Fachgesellschaft, Sie werden ihn gleich erleben, aber er hat letztlich den Anstoß gegeben, diese Website gegen das Vergessen auf den Weg zu bringen. Jetzt gibt es viele gesellschaftliche Gruppen, es gibt Fachgesellschaften, die sich der Historie erinnern, die geguckt haben, was ist mit unseren Mitgliedern passiert, die in der NS-Zeit vielleicht aus Gesellschaften ausgeschlossen worden ist, die Probleme hatten und dann werden Bücher gedruckt und die werden in einen Schrank gestellt und die sieht keiner. Wir haben uns ganz bewusst in der Fachgesellschaft, ist die Website seit Juli 2021 online im Sommer und wo wir ein lebendes Dokument erstellt haben. Dieses lebende Dokument soll an Biografien erinnern, die jüdische Mitglieder unserer Fachgesellschaft beschreiben, die Biografien beschreiben, die aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Und Herr Jens wird es wahrscheinlich gleich noch auch noch im Detail erzählen, aber man hat, Herr Jens, wann war es genau, wann wurde das Mitgliederverzeichnis gefunden? Im 2013 wurde dieses Mitgliederverzeichnis von 1933/34 gefunden in dem Archiv der DGVS. Und Sie sehen hier Namen, die mit Rot durchgestrichen wurden. Und das sind Mitglieder jüdischen Glaubens, überwiegend jüdischen Glaubens, es gibt auch einige andere, die hier ausgeschlossen wurden. Und dann ist Haro Jens der Frage nachgegangen, was sind das eigentlich für Menschen? Welche Biografien stehen hinter diesen Menschen, die dort aus unserer Fachgesellschaft, die zu dem Zeitpunkt seit 20 Jahren bestand, die sehr aktiv war, die innovativ war, die sehr dynamisch war, welche Biografien verbergen sich dahinter? Und dann war es eben ein Anliegen, jetzt wie gesagt nicht dieses eine Buch zu drücken, sondern es gibt ja immer wieder neue Informationen und daraufhin ist dann diese Website online gegangen mit der Unterstützung von Petra Lünen, eine unserer Geschäftsführerinnen der DGVS, Privatdozentin Lünen, übrigens Mitglied des Lehrkörpers der Medizinischen Hochschule Hannover, das darf ich ja auch mitteilen. Und die beiden haben sich um dieses Projekt gekümmert und Sie werden da gleich noch mehr von hören. Ich darf Sie warnen vor der Website, denn sie hat Suchtfaktoren, man muss da auch mal eine Zeit lang wieder loslassen können. Und es gibt viele Biografien, die extrem spannend sind, die werden wir heute diskutieren.
Wir haben aber gesagt, wir wollen jetzt nicht nur in Erinnerungen schwelgen und vielleicht einzelne Biografien im Vordergrund stellen, sondern wir wollen diskutieren. Und dafür braucht es eben auch eine Erinnerungskultur. Wie gehen wir damit um? Wir sind hier in Hannover. Wir haben die Gedenkstätte Bergen-Belsen, wenige Kilometer nordöstlich von Hannover gelegen. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch hier die Leiterin gleich begrüßen dürfen dieser Gedenkstätte. Und dann haben wir gesagt, wir werden ein Roundtable haben, wo wir verschiedene Dinge zur Erinnerungskultur diskutieren möchten. Und diesen Roundtable wird die Frau Dr. Klein aus der Medizinischen Hochschule Hannover, aus unserer Klinik später moderieren, wo wir verschiedene Vertreterinnen und Vertreter haben, die Sie dann gleich noch kennenlernen werden. Aber ich freue mich nochmal sehr diese Veranstaltung, dass wir die heute hier stattfinden können. Ich möchte mich bedanken nochmal beim Präsidium der MH, Präsident Michael Manz, Frau Saurin als Vizepräsidentin ist auch hier. Den anderen Vizepräsidenten muss ich entschuldigen, Professor Lammert, der auch Mitglied unserer Fachgesellschaft ist und nebenbei mein Vorgänger als Präsident unserer Fachgesellschaft war, der heute Abend leider nicht hier sein kann, der Sie alle herzlich grüßen lässt und wirklich unglücklich ist, dass er nicht hier sein kann, aber er wird mit Sicherheit online auch diese Veranstaltung verfolgen. So, jetzt würde ich eigentlich gar nicht größere Vorreden machen, sondern übergeben wollen an den ersten Block. Wenn Sie beide einfach mal zu uns nach vorne kommen können. Und wir haben überlegt, dass wir beginnen heute mit einer Biografie. Und vielleicht stellen Sie sich beide selber noch einmal vor. Herr Jens, und wenn Sie vielleicht noch einen Satz sagen zu dem Projekt wenn ich da sagen kann, Herr Jens wohnt in Worpswede, ist aber Gastroenterologe durch und durch, war über viele Jahre Chefarzt für Gastroenterologie und hat auch den anderen Blickwinkel auf unser Fachgebiet und wird Ihnen vielleicht auch ein bisschen erzählen können, was da spannend und Besondere war, sag ich mal, was diese Mitglieder 1920, 30 ausgemacht haben wie wir das aufarbeiten und wie wir auch Unterstützung vom Robert-Koch-Institut jetzt haben, die diese Biografien entsprechend mit aufarbeiten. Herr Jens, ich übergebe einfach mal an Sie. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Wir freuen uns riesig, dass diese Veranstaltung hier stattfindet und danke auch für das große Interesse an dieser Veranstaltung. Und nochmal zum 10. Mal herzlichen Dank, Haro Jens. Ohne Sie wäre das Ganze nicht möglich gewesen jetzt hier. So. Ja, jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wie ich beginnen soll. Herr Wedemeyer, vielen Dank für die überaus freundlichen Worte. Wie fing alles an? Ich hatte zwei Mentoren, Gustav Adolf Martini und Wolfgang Dölle, die sich mit der Geschichte der Gastroenterologie beschäftigt haben und sehr genau wussten, wie der Beginn war. Der Beginn war nämlich so, dass es um 1900 sehr viele jüdische Magen-Darm-Ärzte gab, in Berlin hauptsächlich, aber dann über Deutschland verteilt, die außerordentlich kreativ waren, die innovativ waren. Es war eine große Mischung in Anführungsstrichen, keine nur Kliniker, auch viele junge Ärzte, die sich bereits niedergelassen hatten und gesagt haben, wir sind jetzt Fachärzte und sich um Magen-Darm-Stoffwechselkrankheiten gekümmert haben. Als ich dann in der Klinik war, hatte ich eigentlich gar keine Zeit, mich weiter damit zu beschäftigen. Also ich spreche jetzt so über Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und dann kamen zwei Ärzte in den Fokus, nämlich Ismar Boas, der Gründer der Gastroenterologie aus Berlin, weltweit. Er war der Erste, der sich Spezialist für Magen-Darm-Stoffwechselkrankheiten genannt hat. Und der Zweite war Hermann Strauß. Dazu sagen wir nachher noch ein bisschen mehr in dem Roundtable. Und bei Hermann Strauß hatte ich den großen Vorteil, dass ich seine Enkeltochter kennenlernen konnte. Hermann Strauß ist in Theresienstadt ermordet worden. Die Enkeltochter hat unendlich viel Dokumente aufbewahren können.
selbst aus dem Ghetto Theresienstadt hatte sie Dokumente, die über Freunde, die überlebt haben, gerettet wurden. Und in diesem Austausch ist dann sehr viel über Hermann Strauss entstanden. Und der war ja nun nur ein Beispiel für viele, viele andere. Und so ist die Geschichte dann weitergegangen. Jetzt kürze ich das mal ab. 2013 hatten wir 100 Jahre DGVS gefeiert und dafür ein Festband gemacht. Und im Rahmen dieser Recherchen haben wir durch einen großen Zufall, durch eine junge Mitarbeiterin, diese Liste gefunden, diese Mitgliederliste in einem Tagungsband des damaligen Generalsekretärs, ganz offensichtlich. Und dieser Tagungsband ist dann immer weitergegeben worden, auch über Gustav Adolf Martini, und bewahrt. Und dann hatten wir zum ersten Mal Namen und dann konnten wir recherchieren zu den Einzelnamen. So, jetzt mache ich einen Strich und jetzt stellst du dich erstmal vor, wer du bist, Benjamin Kunz. Das will ich sehr gerne machen. Vielen Dank, Harro. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich sage es gleich vorweg, ich bin kein Mediziner, kein Gastroenterologe, aber ich bin von der Ausbildung her Gesundheitswissenschaftler. Also ich habe Public Health studiert und arbeite seit 13 Jahren ungefähr am Robert-Koch-Institut in Berlin. Und bin jetzt dort seit 2-3 Jahren für die Geschichte zuständig. Das RKI ist 1891 gegründet worden und in der Vergangenheit wurde gerne, wie so häufig, über die hellen Zeiten berichtet. Ja, die Nobelpreise für Robert Koch 1905, für seine Schüler Paul Ehrlich, auch Jude, Emil von Behring, Nobelpreise. Aber die dunklen Kapitel wurden gerne ausgespart. RKI Nationalsozialismus oder vielleicht haben Sie in den letzten Jahren die Diskussion mitbekommen, Robert Koch in Afrika, RKI involviert im Kolonialismus, in der Kolonialmedizin. Und Herr Wieler, den Sie ja aus der Pandemie auch noch kennen, der inzwischen nicht mehr bei uns Präsident ist, sondern am Hasso-Plattner-Institut, hat diese Stelle geschaffen und ich bin am RKI Leiter des Museums, auch das Mausoleum, wo Robert Kochs Asche bei uns aufbewahrt wird und sozusagen der Ansprechpartner für alle historischen Fragen. Und das kann man, glaube ich, auch sagen, wir haben uns kennengelernt, mehr oder weniger, über den Verlag, für den wir beide schreiben, Biografien, die wir veröffentlichen, bei Hendrich und Hendrich, dem Verlag für jüdische Kultur und Geschichte in Leipzig. So haben wir uns kennengelernt, so vor 3-4 Jahren, würde ich sagen. Warum Walter Heinemann als ein Beispiel? Warum dieser jüdische Arzt aus Braunschweig? Es war so, dass es um 1910 in dem heutigen Niedersachsen nur sehr wenige Spezialärzte für Magen-Darm-Krankheiten gab. 1919 ging Julian Kretschmer aus Berlin nach Emden in Ostfriesland und der war in Nordwestdeutschland der Erste, der sich mit diesem neuen Fachgebiet beschäftigte und geröntgt hat. Und Walter Heinemann war eben ein Braunschweiger, in Braunschweig geboren. Und kam 1912 aus Berlin nach Braunschweig, nach mehrjähriger Ausbildung als Assistenzarzt am Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin, bei den Herren Professoren Goldscheider, Exzellenz Koch, Leopold Kuttner und Jochmann, habe ich mich hier zur Ausübung der ärztlichen Allgemeinpraxis niedergelassen. Da war er noch sozusagen praktischer Arzt, aber hat ganz schnell bemerkt, dass ihm das nicht reicht und dann nannte er sich Spezialarzt für Magen-Darm-Krankheiten. Man muss wissen, dass das damals möglich war. Der offizielle Facharzt ist erst 1924 beim Bremer Ärztetag eingeführt worden und Herr Heinemann hatte eine Prägung durch Leopold Kuttner. Wer das war, das sage ich, nachdem du gesagt hast, was war mit Heinemann und Robert Koch? Und ich behaupte, Heinemann hat Robert Koch gekannt, persönlich. Ja, das stimmt. Erstmal muss man sagen, für Sie nochmal zur Einordnung, Heinemann, geboren wie gesagt, in Braunschweig 1883, nach seinem Abitur in Braunschweig 1901, kommt er nach Berlin. Und Sie müssen sich jetzt mal einfach vor dem inneren Auge vorstellen, Sie sind wahrscheinlich historisch interessiert, Berlin 1901, Kaiserreich.
Und er wird die kommenden 10 Jahre fast ohne Unterbrechung in Berlin sein. Einmal, um Medizin zu studieren, an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Ein einziges Semester ist er in München, dann kommt er nach Berlin zurück. Und direkt nach Abschluss seines Studiums, nach Promotion, ist er dann vor allem zur Aus- und Weiterbildung am Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Heute ist ja das Virchow-Krankenhaus seit 2003, seit der Umgestaltung der Charité, ein Campus der Charité. Damals, es war erst 1906 eröffnet worden als sogenanntes viertes städtisches Krankenhaus in Berlin. Es liegt im Wedding direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Robert-Koch-Institut am Berliner Nordufer. Also zur Einordnung. Und es war übrigens nicht zufällig so, sondern es war von Anfang an geplant worden. Unser Institut, das heutige Robert-Koch-Institut, war 1891 gegründet worden, war die ersten 9 Jahre im Umfeld der Charité angesiedelt. Dann sollte es einen Neubau bekommen. Der entstand da im Wedding. Aber Koch hat natürlich zu Recht gesagt, ich brauche aber Patienten, ich brauche ein Krankenhaus. Berlin war ja aufgrund der Bevölkerungsentwicklung eine boomende Stadt und hat gesagt, klar, wir bauen eher ein neues städtisches Klinikum direkt auf die andere Straßenseite. Das hat der Rudolf Virchow, der berühmte Pathologe, Sozialmediziner, mit angestoßen. Er stirbt dann während der Bauarbeiten 1902 und deswegen wird dieses Krankenhaus dann bei der Eröffnung 1906 nach ihm benannt. Rudolf Virchow Krankenhaus. Und Sie müssen sich vorstellen, das war eine Sensation, das Krankenhaus. Noch im Pavillon-Stil gebaut und man nannte es auch die sogenannte Gartenstadt für Kranke. Im Wedding, was auch damals schon ein problematischer Stadtteil war, tolle Grünanlagen, wo die Patienten flanieren konnten. Einzelne Pavillon-Stil, weil man natürlich Infektionskrankheiten war ein großes Problem da. Für die einzelnen Infektionskrankheiten gab es unterschiedliche Baracken oder Pavillons, um eben eine Ansteckung auszuschließen. Also es gab ein Pavillon für Tuberkulosekranke, es gab ein Pavillon für die Pockenerkrankten und wirklich auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten, an der Spitze immer noch Robert Koch. Sie sehen hier bei der Anzeige hinter Exzellenz Koch das Kreuz. 1912, als Heinemann nach Braunschweig zurückkehrt, ist Koch bereits tot. Koch stirbt 1910. Aber tatsächlich, Heinemann hat ihn kennengelernt. Heinemann absolviert die Uni in Berlin, geht dann ans ganz neu gegründete Rudolf-Virchow-Krankenhaus und ist mit dem letzten persönlichen Assistenten von Robert Koch, Bernhard Möllers, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg posthum eine berühmte Robert-Koch-Biografie herausbringt. Die beide arbeiten zusammen in dem Robert Koch zugeordneten Tuberkulose-Pavillon. Woran arbeiten sie? Die haben auch zusammen publiziert in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Sie arbeiten mit dem Kochschen Heilmittel, der Kochschen Lymphe, dem Tuberkulin, was ja eigentlich ein medizinhistorischer Fehlschlag war. Kurz zur Auffrischung, wir sind jetzt im März. März ist immer wichtig für Tuberkulose. 24. März ist Welttuberkulosetag. Warum? Am 24. März 1882 verkündet Koch in Berlin die Entdeckung des Tuberkuloseerregers. 8 Jahre später, 1890, das Tuberkulin auf dem Internationalen Medizinerkongress in Berlin, die Hoffnung, ein Heilmittel gegen die Tuberkulose zu haben, relativ schnell ist klar, es ist ein Fehlschlag. Auf langfristige Sicht, bis heute muss man sagen, dieses Tuberkulin hat ja noch einen Nutzen gehabt, weil es wird ja bis heute eingesetzt als diagnostischer Nachweis, der Tuberkulin-Hauttest, ja, wie eine Art Allergietest, wo man das Tuberkulin auf die Haut aufbringt und nachweisen kann, ob derjenige Mensch mit Tuberkulosebakterien in Kontakt gekommen ist oder nicht. Und da hat der junge Heinemann sozusagen direkt gelernt und er berichtet, wir haben ja bei unseren Recherchen wichtige Unterlagen von ihm gefunden, auch eine Art Autobiografie, die so noch nicht veröffentlicht ist, aber die er als betagter Mann geschrieben hat und wo er selber berichtet, dass er zum Beispiel Robert Koch trifft und Robert Koch sagt, ja, ich brauche die und die Untersuchung und er sagt Heinemann, okay, also dafür brauche ich 10 Tage und Koch soll zu ihm gesagt haben, ich brauche es morgen. Und er hat es gemacht. Er hat irgendwie wohl Nacht gearbeitet und hat es hingekriegt. Was ich an der Geschichte so hoch interessant finde, ist, dass im Grunde eine ganz moderne Organisation antizipiert wurde. Auf der einen Seite der Straße machen sie Forschung und auf der anderen Seite machen sie Klinik. 50 Betten für Tuberkulosekrankheiten zur Forschung ist ja für 1908 schon gewaltig. Aber Heinemann wurde ja nun nicht Infektiologe, sondern er wurde Facharzt für Magen-Darm-Krankheiten. Und da kommt Leopold Kuttner ins Spiel. Und da kommt diese ganze Berliner Geschichte der frühen Gastroenterologen ins Spiel. Kuttner war ein Schüler von Ewald. Karl Anton Ewald war im Grunde der Erste, der sich an der Charité mit Verdauungskrankheiten beschäftigt hat. Bei Herrn Frerichs war er Assistent.
eine Zeit lang erster Assistent. Sie haben sich nicht gut vertragen. Er ging dann weg von der Charité ins Augusta-Krankenhaus, der Herr Ewald. Aber er hat eine Schar von Schülern gehabt und geprägt. Und der Leopold Kuttner wurde dann Chef im Rudolf-Virchow-Krankenhaus in der ersten Med-Klinik und vertrat frühzeitig Magen-Darm-Krankheiten, hat selbst zur Entwicklung des Gastroskopes, des damals starren Gastroskopes, gearbeitet, hat sich mit der Ulkuskrankheit beschäftigt, auf bescheidene Art und Weise natürlich. Aber er hat eine Reihe von Schülern gehabt und der Heinemann gehörte dazu. Und er hat sich frühzeitig dort mit der Darstellung, der radiologischen Darstellung der Gallenblase und der Gallenwege beschäftigt. Das ist jetzt vielleicht für uns, die wir alle sonografisch geprägt sind, alles antiquiert, aber damals war das die einzige Methode, mit der man Konkremente nachweisen konnte und die man breit anwandte bei Menschen mit Oberbauchbeschwerden. Und das hat der Heinemann dann auch mitgenommen nach Braunschweig, hatte früh eine Röntgeneinrichtung und hat in Braunschweig sehr viel geröntgt. Jetzt sind wir beim Ersten Weltkrieg. Er hat dann 1914 zunächst als sogenannter Zivilarzt in Braunschweig für das Militär gearbeitet. Viele der jüdischen Ärzte haben sich freiwillig gemeldet. Sie waren patriotisch, sie haben national gedacht, sie haben sich freiwillig zu dem Ersten Weltkrieg gemeldet. Das muss man auch erwähnen in diesem Kontext. Und er hat, so schreibt er auch in seinen Erinnerungen, die du erwähnt hast, für das Militär viel geröntgt. Also das machte er in seiner Praxis. Und dann ging er im zweiten Teil des Krieges von 1916 bis 1918 nach Frankreich an die Front oder wurde dorthin versetzt und hat den Krieg aber überstanden und hat dann sich in Braunschweig breit engagiert. Vielleicht magst du dazu ein bisschen sagen zu der jüdischen Gemeinde. Und das ist ja das Außergewöhnliche an ihm, dass er so engagiert war, dass er kommunikativ war, dass er vernetzt war und dass er Funktionen in der jüdischen Gemeinde in Braunschweig übernommen hat. Ja, also bei Walter Heinemann muss man sagen, man wird enttäuscht, wenn man nach einem großen Wissenschaftler Ausschau hält. Er hat nach seiner Dissertation nicht mehr groß publiziert, vielleicht zwei, drei Arbeiten, die wir gefunden haben. Eine 1926 im Archiv für Verdauungskrankheiten, so eine Festschrift für seinen ehemaligen Chef Leopold Kuttner. So, er war nicht der große Wissenschaftler, aber er hatte eine Praxis mit einem großen Einzugsbereich um Braunschweig. Er kam ja aus einer Braunschweiger Familie und er war engagiert. Er hat sich im Schulwesen engagiert. Es gab hier in der Nähe von Braunschweig eine Art Versuchsschule, ja so ein bisschen reformpädagogisch. Da war engagiert in der jüdischen Gemeinde, aber auch in den ärztlichen Verbänden. Und wenn man diesen Text, seine autobiografischen Aufzeichnungen, die er in den 1950er, 60er Jahren geschrieben hat, liest, er hat einen sehr stark ausgeprägten Witz, ein gutes Gespür für Anekdoten. Und er beschreibt einfach unheimlich detailliert und reich, wie die 20er Jahre verlaufen sind, ja, in Braunschweig. Und weil wir hier in Hannover sind, das ist einen Namen möchte ich hier erwähnen, nämlich den Namen Kurt Blühdorn. Ich weiß nicht, ob der hier den Hannoveranern ein Begriff ist. Einige nicken, der ist 98 Jahre alt geworden, war ein jüdischer Pädiater. Und die beide waren eng befreundet. Die kannten sich, die haben beide sozusagen nach der Ausbildung am Virchow-Krankenhaus gearbeitet, waren auf der gleichen Publikation für die Robert-Koch-Stiftung beteiligt, hatten sich durch die Nähe Braunschweig, Hannover dann auch sozusagen immer ausgetauscht und die treffen sich dann im Exil später in den USA wieder. Und Blühdorn, wie gesagt, 98 Jahre alt geworden, ist erst, ich glaube, 1980 gestorben. Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Also er war ein großer Kommunikator, er war ein großer Netzwerker und er engagiert sich eben auch für die Belange der jüdischen Gemeinde. Und er war Vorsitzender. Vermutlich, das sagt er nicht so ganz genau, seit 1925 oder 26 und hat diesen Posten beibehalten bis zu seiner Flucht im November 35. Das finde ich ganz außergewöhnlich. Und er hat viel angestoßen. Er hat für das Frauenrecht, das Wahlrecht der Frauen, der jüdischen Frauen gekämpft und hat das auch durchgesetzt. Und die von auswärts zugezogenen Jüdinnen und Juden durften in seiner Ägide auch zum ersten Mal mitwählen. Das war nicht nur die Braunschweiger eingesessene jüdische Gemeinde. Also er hat sich sehr exponiert. Jetzt
mal das nächste Bild. Das ist der Junge, Walter Heinemann. Und wir mögen das nur zeigen, weil man manchmal so die Zufälle erlebt, wenn man gemeinsam recherchiert. Erzähl du, was du zu dem Maler dieses Bildes erfahren hast. Ja, der Maler oder Grafiker in dem Fall. Ich meine, wenn man kann es unten ein bisschen entziffern. Ich weiß nicht, Hermann Sandkuhl. Müssen Sie nicht kennen, aber für Kunsthistoriker schon ein Name. Hermann Sandkuhl war Mitglied in Berlin der sogenannten Juryfreien. Die Berliner Sezession war die bekanntere Künstlervereinigung, aber Hermann Sandkuhl, ein für die damalige Zeit sehr bekannter Maler, Porträtmaler, aber auch Grafiker. Und es war wirklich so, die Geschichte kann man sich sonst gar nicht ausdenken. Ich war eingeladen, Berlin ist ja ein großes Kulturzentrum, ich war eingeladen am Wannsee auf so einem Kunstsalon, obwohl ich mich mit Kunst gar nicht so auskenne. Und da trug eine Dame vor, eine Kunsthistorikerin, über Hermann Sandkuhl und die Juryfreien. So. Und eine Woche später kam Haru Jens auf mich zu und schickte mir sozusagen den Nachlass, der im Leo-Beck-Institut aufbewahrt wird in New York. Und da im Leo-Beck-Institut ist auch diese Grafik. Und ich habe sofort, man kann es jetzt schlecht sehen, man sieht da nur unten den Namenszug, aber der Hermann Sandkuhl hat auch so ein ganz spezielles Signet, unten links in der Ecke. Und das habe ich sofort erkannt, weil das hatte ja mir die Kunsthistorikerin eine Woche vorher erklärt. Und das war wirklich ein toller Zufall und ich war sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt. So, das ist Walter Heinemann mit 80 Jahren etwa. Und die Dame ist seine Enkeltochter, Susan Goldhaber. Wir sind bei 1930. 1930 muss hier erwähnt werden, weil es ein Jahr ist einer Wahl, bei der die NSDAP 22% in Braunschweig, in dem Herzogtum Braunschweig, bekommen hat. Da gab es ein Bündnis konservativer Parteien. Und nach dieser Wahl 1930 im Herbst gab es eine Regierung mit NSDAP-Beteiligung und der Deutschen Nationalen Volkspartei. Da ist ganz viel passiert und man hat gesehen, was sich entwickelt. Und es ist ja keinesfalls so, dass 1933 erst das Unglück passierte, sondern schon vorher. Die Familie hat sehr früh reagiert. Der Sohn wurde noch Ende 1933 nach Paris geschickt. Da lebte die Schwester von dem Walter Heinemann, zu der wir nachher noch ein paar Takte sagen. Und die Ehefrau und die Tochter gingen 1934 nach England. Und Heinemann selbst blieb bis zum November 1935 in Braunschweig und floh dann nach Palästina. Über Paris und Marseille ist er nach Haifa gekommen und wollte sich dort eigentlich als Spezialarzt niederlassen. Das hat nicht geklappt, wie es bei vielen damals nicht klappte in Palästina, die als Ärzte oder Ärztinnen dorthin geflohen sind. Das lag an vielen Ursachen, das lag an den Bedingungen dort, lag an den eingeschränkten Lizenzen. Manche lebten in prekären Bedingungen. Das darf man nicht vergessen und muss auch hier erwähnt werden. Kurz und gut, nach 6 Monaten hat er gesagt, ich mache das nicht hier weiter, ging nach England und hat es immer irgendwie geschafft, auch damals mit dem Visum für Palästina, in London schnell ein Visum für Amerika zu bekommen. Das war überhaupt nicht einfach. Das klingt jetzt so banal, wenn wir darüber reden, aber die Hürden waren sehr groß. Die restriktive Flüchtlingspolitik darf man auch nicht vergessen in diesem Kontext. Also, er ging nach Amerika und magst du ein paar Takte sagen? Ja, er ging nach New York, wie so viele, wie gesagt, mit seiner Frau und seiner Tochter und baute sich da mühsam eine neue Existenz auf. Traf auch Freunde wieder, das beschreibt er sehr schön. Also er ist nicht ganz sozusagen allein, sondern es kommen ja viele aus Deutschland, viele Ärzte, Familien, die es irgendwie rausschaffen, kommen dorthin. Aber er kann jetzt nicht einfach sich als Arzt niederlassen, er muss den Sprachtest schaffen und er muss das Staatsexamen, das amerikanische, nachholen. Bekommt aber dann die Zulassung, kann spätestens ab 1937 bereits wieder sich eine Praxis aufbauen. Wir wissen, schon in Braunschweig hatte er sehr stark das Röntgenlabor gehabt, das hat er auch wieder dort in New York. Und dann ist es
einfach sehr interessant zu sehen, wie er dann einfach dieses Netzwerk, er hat Freunde, ein Freund, über den habe ich gerade eine Biografie geschrieben, der Psychologe Walter Blumenfeld, der aus Dresden, ein Dresdner enger Freund von Viktor Klemperer war und der nach Peru ins Exil gegangen ist. Und Heinemann beschreibt dann, die kannten sich seit dem Studium, ja, Walter und Walter, Walter Blumenfeld in Lima und Walter Heinemann in New York. Und das ist so schön, das hatte mir Harro dann geschickt, er sagte zu mir, guck mal, das ist doch der Walter Blumenfeld, über den du geforscht hast. Und Heinemann sagt, ja, mein Freund, mein alter Freund aus Berliner Tagen, Walter Blumenfeld, ist mehrmals aus Lima zu Besuch gewesen in New York, dann nach dem Krieg. Ne? Und man muss jetzt aber sagen, dass es einige Schicksalsschläge gibt. Der Vater von Walter Heinemann war 1930 in Braunschweig gestorben. Wir waren auch im Dezember zu Besuch auf dem jüdischen Friedhof. Das Grab dort ist erhalten. Die Mutter von Walter Heinemann und sein Bruder sind in die Niederlande geflohen und kommen bei einem Luftangriff in der Stadt Gouda, Gouda wie der Käse, 1941 ums Leben. Und der Neffe, also der Sohn von dem Ludwig Heinemann, ist 20-jährig aus Holland deportiert worden. Er wurde von der Gestapo verhaftet und ist nach Auschwitz deportiert worden, ist mit 20 Jahren ermordet worden. Nochmal zurück, obwohl das jetzt so viel ein Nebeneinander ist, aber es ist auch nicht so ganz gewöhnlich, dass diese nicht wissenschaftlich arbeitenden Ärzte, jüdischen Ärzte in New York, weiter publiziert haben. Manche haben das natürlich. Er ist assoziiert gewesen mit dem New York Postgraduate Hospital and Medical School und hat dort in der Magen-Darm-Poliklinik, die gab es dort, gearbeitet und hat 1940 eine ganz wichtige Frage bearbeitet, nämlich eine kritische Betrachtung der Appendizitis-Diagnostik und hat das in Gastroenterologia publiziert, 1940. Das ist die Nachfolgezeitschrift des Archivs für Verdauungskrankheiten gewesen, also der entscheidenden Zeitung, und wurde aus Basel vom Karger Verlag, der auch emigrieren musste, herausgegeben. So, jetzt haben wir unsere Zeit erschöpft. Das ist das letzte Bild. Das ist für mich ein wunderbares Bild. Und das gibt dir das Schlusswort, Benjamin, weil ja. Die Dame ist seine Schwester, die sich dann Lette Valeska nannte. Eigentlich hieß sie Valeska Heinemann. Sie ist 100 Jahre alt geworden und in Los Angeles gestorben. Und jetzt dein Schlusswort zu Lette Valeska. Ja, wir waren im Dezember, sind wir nochmal nach Braunschweig gefahren und uns da getroffen. Wir hatten zwei oder drei Sachen, die wir uns angucken wollten. Wir waren auf dem jüdischen Friedhof, haben das Grab des Vaters gesehen. Dann waren wir in der neuen Dauerausstellung über jüdisches Leben in Braunschweig und die Anekdote muss ich kurz noch erzählen, weil dort wird etwas aufbewahrt aus dem Besitz von Walter Heinemann. Das erwähnt er in seinen Memoiren. Er schreibt seine Memoiren und sagt, während ich sitze, gucke ich gegenüber auf die Wand das Bücherregal mit der Goethe-Gesamtausgabe und vor mir steht die Bronzestatue des Miniaturnachbildung des Braunschweiger Löwen. Und das hat er bzw. seine Nachkommen haben das einer befreundeten Braunschweiger Familie geschenkt. Und als 2021 in der Kirche, ehemaligen Kirche hinter Ägidien in Braunschweig, diese neue Dauerausstellung eingerichtet wurde über jüdisches Leben, hat diese befreundete Braunschweiger Familie mit dieser Geschichte diesen Braunschweiger Löwen gestiftet. Kann man im Katalog nachlesen, den haben wir uns angeguckt. So, und warum waren wir da? Weil eine große Ausstellung gegeben wurde über die berühmte Braunschweiger Fotografin Lette Valeska. Lette Valeska war im Exil in Los Angeles, war mit der Künstlerin und Kunst Unternehmerin Galka Scheier befreundet und kam mit viel glücklichen Zufällen in Hollywood sozusagen an die Stars des damaligen Films und fotografierte zunächst deren Kinder im Auftrag, ja, um sich Geld zu verdienen. Und weil die Bilder so gut ankamen, konnte sie danach für große Magazine die Stars fotografieren. Und jetzt, sehr spät, ist man auch in ihrer Heimatstadt aufmerksam auf sie geworden. Wie gesagt, sie ist kurz vor dem 100.
Geburtstag gestorben 1985 und jetzt hat man eine große Sonderschau gegeben in Braunschweig. Und wir hoffen jetzt, also es ist so, die Stolpersteine für die Familie Heinemann sind bereits verlegt worden vor vielen Jahren. Das heißt, es gibt Orte in Braunschweig, die an Heinemann erinnern. Wir haben jetzt eigentlich noch zwei Sachen vor. Einmal, Heinemann soll natürlich auch auf die DGVS-Seite gegen das Vergessen. Da ist er noch nicht drauf, aber der Text steht. Und was wirklich toll ist, glauben Sie es mir jetzt einfach, wir hoffen, dass wir es als Buch rausbringen können, diese Lebenserinnerungen von Walter Heinemann, die sind so reich an Medizingeschichte, an braunschweigischer Geschichte, so viele tragikomische Episoden auch aus seinem Leben, dass wir glauben, dass es zu schade ist für ein Archiv oder für als PDF, das muss als Buchform mit Abbildung, mit Fußnoten verlegt werden und wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr machen können. Jetzt nehme ich mir doch noch ein Schlusswort, auch wenn wir... Noch ein Schlusswort, auch wenn wir die Zeit schon fürchterlich überzogen haben, Entschuldigung, aber das Herz geht immer über. Ich habe einen Aspekt vergessen. 1933 im August schreibt der Walter Heinemann an Leo Beck, den großen Rabbiner, und an Paul Rosenstein, Chirurg im jüdischen Krankenhaus in Berlin, über das, was die Nationalsozialisten vorhaben, und plädiert dafür, eine deutsch-jüdische medizinische Wochenschrift zu gründen. Ist völlig davon überzeugt und bekommt keinen Widerhall. Leo Beck schreibt, wir wollen kein Aufsehen erregen. Paul Rosenstein, der später dann fliehen musste, schreibt, das ist kontraproduktiv. Das heißt, auch in der jüdischen großen Gemeinde gab es ganz unterschiedliche Meinungen, Tendenzen, Einschätzungen und auch Fehleinschätzungen. Und dann, das mag ich gar nicht zitieren, hat sich der Heinemann fürchterlich darüber aufgeregt, aber hat keine Möglichkeit gefunden, diesen Gedanken zu realisieren. Also nochmal Entschuldigung, Herr Wedemeyer, war zu lang, aber alles gut. Zeitpuffer nachher und Frau Klein, ich nehme ganz bisschen von Ihrer Zeit weg. Ich habe zwei Fragen an Sie beide. Das erste ist, das ist ja, wir haben ja lange gesucht, Herr Jens, nach niedersächsischen Biografien. Und jetzt müssen Sie mir noch mal erklären, wo sind denn die, hatten wir so wenig jüdische Ärzte in Niedersachsen? Waren die kein Mitglied der DGVS? Wie, und vielleicht an Sie, Herr Kunz, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie war das Verhalten von Menschen, die ärztlichen Rat gesucht haben in den 1920er Jahren? Also sind Menschen jüdischen Glaubens bevorzugt zu jüdischen Ärzten gegangen? Wie war die Kultur? Das sind die beiden Fragen, die mir eben eingefallen sind. Soll ich zuerst, oder willst du zuerst? Okay, dann fange ich erst. Die Frage kann ich, glaube ich, beantworten. Man kann das natürlich nie pauschalisieren. Mir sind wichtig, nochmal zwei Zahlen zu nennen. 1933 waren 1% der Bevölkerung im Deutschen Reich jüdisch. Von den Ärzten waren es ungefähr 15-16%. Das heißt, in dem ärztlichen Beruf waren viele Juden aktiv. Das heißt, es gab auch viele jüdische niedergelassene Ärzte. Es war aber schon so, lange bevor die Nationalsozialisten an die Macht kommen, dass die jüdischen Akademiker nicht die gleichen Rechte hatten. Das heißt, es war ganz schwer für Juden an einer Universität in Deutschland Ordinariat zu bekommen. Ja, die durften, wenn mal, als außerplanmäßiger Professor oder... Also hatten Schwierigkeiten, genau wie auch im Militär, bestimmte Positionen zu bekleiden. Und trotzdem waren sie einfach gut. Natürlich nicht alle, kann man nicht über den Kamm scheren, aber wir wissen definitiv von ganz, ganz vielen Berichten, dass selbst auch nach 1933, das darf man auch nicht vergessen, viele nicht-jüdische Patienten ihren jüdischen Ärzten die Treue gehalten haben, solange es noch ging. Weil was war die erste Maßnahme 1933 nach der Machtergreifung, nach dem Ärzteboykott vom 1. April, war der Entzug der Kassenzulassung.
Das war noch nicht der Entzug der Approbation. Das folgte als Fanal Ende September 38. Mhm. 5 Jahre war es noch möglich, auch für nicht-jüdische Patienten zu ihren Ärzten zu gehen. Aber was bedeutet Entzug der Kassenzulassung? Die Patienten mussten dann aus eigener Tasche bezahlen. Stellen Sie sich das mal heute vor. Sie würden gerne noch zu Ihrem Arzt gehen, aber der sagt, ja, jetzt, sorry, darf Sie noch behandeln, aber Sie müssen alles jetzt aus eigener Tasche zahlen. Das haben trotzdem noch viele aus Überzeugung gemacht, weil die gesagt haben, Arzt-Patienten-Verhältnis ist immer ein Vertrauensverhältnis und ich halte meinem Arzt, meiner Ärztin die Treue. Das muss man auch sagen. Zu Ihrer Frage. Um 1900 war Berlin das Mekka der Medizin. Nicht nur national, sondern auch international. Also die Amerikaner und die Engländer kamen nach Berlin, um dort zu lernen. Sie haben hospitiert bei dem Ewald und sind wieder in die USA gegangen. Und es ist eindeutig so, dass in Berlin eine Konzentration war der kreativen, begeisterten jüdischen Ärzte und in der Peripherie eben nicht. Da waren natürlich überall jüdische Gemeinden, aber sie sind eben auch in die Zentren gegangen. Und dazu kommt noch, dass ja vom Land, also wenn wir jetzt um 1880 oder so denken, die jüdischen Eltern ihre Kinder nach Berlin geschickt haben zum Studium. Und auf dem Land gab es natürlich ab und zu, wie der Julian Kretschmer in Emden, jüdische Fachärzte, aber die waren in der Minderheit. Das Zentrum war bis 1933 Berlin, daran gibt es gar kein Vertun. Und das sehen wir auch in unserer Mitgliederliste. Okay. Natürlich gab es auch in Königsberg jemanden, aber natürlich nicht so bekannt. Wir werden das gleich mit Frau Klein das Thema, glaube ich, ergänzen. Eine letzte Frage müssen Sie jetzt gleich noch als Überleitung zu Frau Gugliewski nochmal darstellen. Ich freue mich sehr, Frau Gugliewski wird jetzt gleich zur zeitgemäßen Erinnerungskultur und die Bedeutung auch von Gedenkstätten sprechen, wo wir uns sehr freuen. Sie leitet die Gedenkstätte in Bergen-Belsen, war über viele Jahre in verschiedenen Funktionen in der Gedenk- und Bildungsstätte der Haus-Wannsee-Konferenz in Berlin tätig, vorher studiert in München und ich glaube auch in Chile, ne? Habe ich richtig gelesen, wo sie ihre Ausbildung gewonnen hat. Aber für uns jetzt als Gastroenterologen, Herr Jens Kurz, wir haben ja leider auch Biografien, die in Bergen-Belsen eine Beziehung zu haben. Wenn Sie das vielleicht in 2 Sätzen nochmal sagen können, was Sie ja sehr eindrücklich auch auf unserer letzten Jahrestagung mit Zeitzeugen dargestellt haben. Ja, das war der letzte DGVS-Kongress und da hatten wir eine 84-jährige Dame zugeschaltet aus London, die als 6-jähriges Kind in Bergen-Belsen war und in einen der verlorenen Züge verfrachtet wurde, anders kann man es gar nicht sagen. Die Nazis haben 5 Tage vor der Befreiung von Bergen-Belsen die Überlebenden in einen Zug verfrachtet und wollten diese Menschen in den Osten, so wurde das genannt, eigentlich mit Ziel Theresienstadt deportieren. Und dieser Zug ist dann an der Elbe von sowjetischen Soldaten aufgehalten worden und befreit worden. Es sind viele Menschen entweder tot gewesen oder gestorben. Und das war die Lilian Levy, eigentlich Dreifuß. Und sie hat uns davon berichtet. Und dann gibt es eben noch 2 Arztfamilien. Einmal von Heinrich Rosin ist die Ehefrau in einem dieser Züge gewesen und ist gestorben. Und die Ehefrau von Kurt Pollack, die auch deportiert wurde, ist ebenfalls gestorben in einem dieser Züge. Und das war jetzt so ganz aktuell, der Bezug zu Bergen-Belsen. Aber es ist ein Bezug zu vielen Konzentrationslagern. Nach 1938, ich höre sofort auf, sind viele Ärzte nach dem Pogrom verhaftet worden, weil sie Juden waren und in Sachsenhausen zum Beispiel oder in Buchenwald inhaftiert worden bis zum Dezember. Dann wurden sie zum Teil entlassen mit der Auflage, Deutschland zu verlassen. Also vielen Dank für diesen Diskurs. Sie beide nochmal herzlichen Dank.
Frau Glugeske, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Ich habe, als wir diese Idee zu dieser Veranstaltung hatten, die im Ende letzten Jahres geboren war, habe ich Anfang des Jahres relativ spontan gesagt zu meinem Sekretariat, oh, verbindet mich doch mal mit Frau Glugeske. Wir haben telefoniert und das war total begeisternd zu sehen, wie sie fragte, wer ruft denn da jetzt an? Irgendwelche Magen-Darm-Ärzte, was wollen? Die machen da irgendwie so eine Veranstaltung und es war überhaupt kein Thema. Es war großartig, wie offen sie war, wie sie sich bereit erklärt hat, heute hier zu sein. Und wir haben, am Anfang habe ich das ja angedeutet, gerade in diesen Zeiten, wie wichtig es ist, dass wir eine Antwort finden auf die gegenwärtigen Herausforderungen. Und dazu gehört eben Erinnerungsarbeit. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie heute Abend Zeit haben und freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Frau Glugeske. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einleitung. Ich könnte jetzt erstmal mit der lustigen Schote beginnen, dass Sie angerufen haben zu einer Zeit, wo ich nach einer dringenden Untersuchung bei Ihrem Fachbereich war und meine Sekretärin gesagt hat, ich soll doch jetzt einfach fragen, quid pro quo. Gut, nein, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Sie einladen, jetzt Ihr Berufsfeld zu verlassen. Ich bin keine Medizinerin, ich bin, wie gesagt, Politologin und Geschichtsdidaktikerin. Mein Feld ist ein ganz anderes. Aber andererseits ist es doch Ihre Welt, weil Sie als Publikum jederzeit zu uns kommen könnten. Und wie ich gleich zeigen oder versuchen möchte zu zeigen, ist das, was wir tun, im Grunde genommen ein Mikrokosmos dessen, was die gesamte Erinnerungskultur betrifft oder betreffen kann. Zumindest diejenigen, die sich für einen Umgang mit der Vergangenheit einsetzen. Ich möchte in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, und ich werde mich bemühen, ich fange später an, ich werde mich bemühen, ein wenig die Zeit aufzuholen, aber ich möchte zwei Bereiche ansprechen. Zum einen möchte ich die Situation, wie sie sich darstellt im Moment aus Sicht der Gedenkstätten beschreiben. Und wie gesagt, ich glaube, ich spreche da schon exemplarisch auch für Menschen, die sich auch für einen Umgang mit der Vergangenheit auseinandersetzen oder auch für die jüdischen Gemeinden, für die der Umgang mit dieser Vergangenheit eine besondere Bedeutung hat. Und ich möchte im zweiten Teil dann darauf eingehen, was ich für einen sinnvollen Beitrag und eine sinnvolle Möglichkeit der Gedenkstätten halte. Was ist die Situation? Wir haben eine Verschiebung des Diskurses seit 2015, wo die AfD in den Bundestag gekommen ist. Man kann nicht sagen, dass es der Beginn von etwas war, was es noch nicht vorher gab. Ich glaube, das wäre wirklich falsch, wenn wir das so formulieren würden. Wenn ich jetzt die Gedenkstätte Bergen-Belsen nehme, es hat schon Ende der 70er Jahre den Versuch der Neonazi-Gruppe um Michael Kühn gegeben, dort einen Anschlag zu verüben. Also das heißt, es gab schon immer rechtsextreme Tendenzen, es gab schon immer Holocaust-Relativierung, es gab schon immer Trivialisierung, aber was wir sehr deutlich spüren, ist, dass das sich seit 2015 massiv verstärkt hat. Die Corona-Pandemie und die sogenannte Querdenker-Szene hat das ganz stark verschärft auch, also die Diskurse sind radikaler geworden. Der Krieg gegen die Ukraine hat auch einen Teil dazu beigetragen, was den Bereich von Desinformation angeht, Fake News und so weiter. Und der letzte Aspekt, den wir sehr deutlich in der Verschiebung des Diskurses merken, war der Terrorangriff gegen Israel, von der Hamas gegen Israel. Ich brauche Ihnen das nicht zu erzählen, aber was wir seitdem an Antisemitismus in unserer Gesellschaft erleben, ist schon von einer neuen Qualität. Und ich möchte sehr deutlich machen, dass ich finde, dass es keine Rolle spielt, in welchem Bereich der Gesellschaft ich schaue. Wir haben muslimisch geprägten Antisemitismus, aber wir haben weiß-deutschen Antisemitismus. Die Vorfälle an den Universitäten zeigen es. Das ist ein Phänomen, was in der gesamten Gesellschaft vorhanden ist. Und was für uns als Gedenkstätten in diesem Fall noch eine Besonderheit ist, Sie werden es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass er stark begleitet ist von einem Diskurs, der sagt, hat die Erinnerungskultur versagt? Oder wenn man es noch zuspitzt, wir werden damit konfrontiert, dass gesagt wird, haben die Gedenkstätten versagt?
Und das ist eine sehr spezielle Sichtweise, die ich so aus unterschiedlichen Gründen nicht teilen würde. Wie stellt sich die Situation für die Gedenkstätten direkt vor Ort an? Wir erleben, oder seit ich in Bergen-Belsen angefangen habe zu arbeiten, ist wirklich ein verstärkt selbstbewusstes Auftreten von rechtsextremen Gruppen, seien es hier die NPD-Jugend oder ein bekannter Neonazi oder auch ein sehr bekannter, verurteilter Holocaust-Leugner Reza Begi, die am helllichten Tag die Gedenkstätte aufsuchen, sich dort ablichten lassen und ihre Fotos ohne Hemmungen dann ins soziale Netzwerk stellen. Ganz konkret gibt es auch physische Angriffe. Diejenigen von Ihnen aus der Region haben es vielleicht erlebt. Es hat letztes Jahr einen direkten Angriff gegen den Stiftungssitz in Celle gegeben, was insofern eine neue Qualität war, als der Stiftungssitz repräsentiert die gesamte niedersächsische Gedenkstättenlandschaft und nicht nur Bergen-Belsen oder Wolfenbüttel, sondern eben als Stiftungssitz und in der Funktion auch koordinierend die niedersächsischen Gedenkstätten einen Angriff gegen die Erinnerungslandschaft. Und was wir per Mails erleben, sind eben antisemitische E-Mails, in der Holocaust-Trivialisierung stattfinden. Gleichzeitig wird aber erwartet an uns, dass wir sogenannte Läuterungsanstalten sind. Also ich habe es etwas grafisch gemacht, man erhofft sich, dass Neonazis bei uns in die Gedenkstätte reinspazieren und dann als geläuterte Antifaschisten das Geländer wieder verlassen. Und ich drücke das deswegen so zugespitzt zu, weil sich bildlich manchmal besser fokussieren lässt, was denn da eigentlich die Erwartungshaltung ist, die so eben genau nicht funktionieren kann. Denn Gedenkstätten können nicht reparieren, was die Gesellschaft als Ganzes nicht geleistet hat oder nicht leistet. Und trotzdem aber, glaube ich, können wir uns auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Also wir können uns auch nicht zurücklehnen und sagen, wir haben damit gar nichts zu tun, sondern wir sind als Gedenkstätten, als Institutionen aufgefordert, auch darüber zu reflektieren, wie wir unser Angebot verändern müssen oder was wir verändern müssen, um die wichtige Funktion, die wir haben, auch wirklich wahrnehmen zu können. Und ich habe jetzt aus Anlass dieser Veranstaltung noch diesen Satz aufgenommen. Ich finde, wir müssen Netzwerke schaffen mit anderen Initiativen und ich habe mich gefreut über diese Veranstaltung deswegen bei unserem Telefonat, weil das eigentlich das ist, was wir uns wünschen, dass nämlich aus quasi unterschiedlichen gesellschaftlichen Playern genau mit dem eigenen Bezug zur Geschichte auch eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt wird. Und das sind dann die Institutionen, mit denen wir auch sehr gerne Netzwerke schaffen möchten, weil sie immer wieder ja auch Verbindungen zu unserer ganz konkreten Arbeit zeigen, wie wir gerade eben an den Biografien gemerkt haben. Aber wie gesagt, auch wir Gedenkstätten haben Aufgaben, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und was Sie hier sehen, sind zwei Säulen, die meines Erachtens ausmachen, was wir sein müssen. Und das heißt, die erste Säule, das betrifft gar keine Lerninhalte erstmal, sondern das bedeutet, wie wir sein müssen als Institution. Und ich sage exemplarisch, weil ich finde schon, manche Dinge kann man auch übertragen auf andere gesellschaftliche Bereiche. Wir sind Orte, die in ihrem ganzen Sein konträr sein müssen zur NS-Ideologie und zur Intention. Wir müssen anders funktionieren als das, was wir seinerzeit als historische Orte waren. Also das NS-Regime war ein Ort der Exklusion, wir müssen Orte der Inklusion sein. Das NS-Regime war ein System, was Menschenrechte verletzt hat. In unseren Orten müssen Menschenrechte gewahrt werden. An unseren Orten dürfen Menschen nicht Diskriminierungserfahrungen machen. Wir müssen Orte der Teilhabe sein, wir müssen Orte sein, die Partizipation an Aushandlungsprozessen, wie Erinnerungskultur gestaltet werden soll, ermöglicht werden. Also wir können beispielsweise keine Orte sein, finde ich, die abgeschlossene Narrative präsentieren oder uns so präsentieren, dass wir sagen, so ist es und niemand einladen, dabei zu partizipieren. Es gibt genug offene Fragen, die wir selber haben,
Ich komme im Rahmen der Querschnittsaufgaben vielleicht auf die eine oder andere Frage. Aber uns zu öffnen und mit Ihnen allen, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu gehen, um zu gucken, wie wollen wir Erinnerungen gestalten, das ist, glaube ich, Aufgabe, die sich aus der ersten Säule ergibt. In Bezug auf das Lernen, denke ich, müssen wir Orte sein, die plausibel machen, was man aus der Geschichte lernen kann. Herrn Fürst, mir, Ihnen auch, allen, die sich länger mit der Geschichte beschäftigen, wissen genau, wenn wir formulieren, was wir aus Ereignissen wie Hanau, wie Halle, ja, also es gab genug Menschen, die dann gesagt haben, was kann daraus noch werden? Für junge Leute ist das nicht plausibel, weil für viele und inzwischen gar nicht nur noch junge Leute, aber die Geschichte ist inzwischen so weit entfernt, dass es zwischen 45 und heute ein Gap ist, und wenn wir nicht schaffen, den zu füllen mit Kontinuität, mit, also womit sage ich gleich, aber dann erschließt sich nicht die Gefahr, die wir sehen, wenn wir thematisieren, was heute ein Problem ist. Das heißt also, wir müssen die Geschichte des Nationalsozialismus nachvollziehbar machen. Was Sie von Braunschweig erzählt haben beispielsweise, die Tatsache, dass es eben vor 33 losgeht mit bestimmten Wahlergebnissen. Wir müssen uns die Weimarer Republik angucken. Wir müssen in der Lage sein zu begründen, warum wir das, was seit 2015 in Deutschland passiert, so gefährlich finden, damit es sich erklärt. Wir müssen auch nachvollziehbar machen für die meisten Menschen, und auch das ist mit den Biografien eigentlich möglich, aber nicht nur, für die meisten Leute, und nicht, weil sie dumm sind, sondern weil es einfach so viel Wissen dazu gibt inzwischen, ist die Situation 33 bis 45 ein großes Chaos im Kopf. 33 kommen die Nazis an die Macht, 33 beginnt der systematische Massenmord. Und wir müssen plausibel machen, dass es eben genau nicht so war, sondern dass in der Zeit von 33 bis zum Beginn des systematischen Massenmords viele andere politische Entscheidungen getroffen wurden, mit anderen Zielsetzungen, mit anderen Begründungen, um deutlich zu machen, dass man 33, 35, 38, selbst 39 noch andere Handlungsspielräume, als man sie 42, 43 oder später hatte. Wir müssen die Strukturen erklären. Deswegen sage ich, ich glaube, Biografien sind ein sehr, sehr guter Anknüpfungspunkt. Aber mit Biografien kann ich nicht Strukturen erklären. Das heißt, wenn ich mich mit Biografien auseinandersetze, muss ich gleichzeitig erklären, welche Strukturen das Handeln der Täterinnen und Täter möglich gemacht haben. Und das bedeutet nämlich auch Multiperspektivität. Ich glaube, und ich würde mich freuen, wenn wir da auch an der Stelle PartnerInnen sein könnten, dass es auch wichtig ist, sich auch die TäterInnen anzugucken. Wer war auf der anderen Seite, wer hat wie von diesem System profitiert, wer hat wie denunziert, wer hat wie weggeschaut, dass jüdische Ärzte beispielsweise dann ausgegrenzt und verfolgt wurden. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Also gerade wenn wir zeigen wollen, wie gefährlich die jetzige Entwicklung ist, müssen wir auch aufzeigen, dass wir heute in einer Demokratie leben. Das heißt, dass es eigentlich heute viel einfacher ist, für etwas einzustehen, als es in bestimmten Zeiten damals war. Und ich glaube, dass wir als Gedenkstätten zielgruppenspezifische Angebote machen sollen und müssen. Sie wären eine Zielgruppe, aber wir arbeiten viel auch mit Polizei und Bundeswehr. Also das heißt auch zu gucken, wo knüpfe ich an die Fachkompetenz meines Publikums an. Das müssen wir alles tun, neben den Querschnittsaufgaben, die wir haben. Und das bedeutet, dass wir Standards in der Gedenkstättenpädagogik beachten müssen. Ich halte das für ein hohes Gut, was nicht immer galt. Und gerade wenn wir von Bergen-Belsen sprechen, ist es eins, was nicht immer galt. Beispielsweise finde ich schon, dass wir darauf achten müssen, das Überwältigungsverbot. Und Bergen-Belsen ist ein Ort, der auch anders als andere Orte sehr in Verbindung gebracht wird mit sehr, sehr schlimmen Bildern aufgrund der katastrophalen, ist immer noch ein Euphemismus,
der Situation am Ende oder kurz vor der Befreiung. Und dass das Bilder sind, die unser Publikum überwältigen kann, das müssen wir im Blick haben und müssen darauf achten, wie wir die Beweise, die diese Bilder sind, wie wir sie zeigen, ohne unser Publikum zu überwältigen. Und nur um ein Beispiel zu zeigen, es gibt, und es wird gerade seit dem Überfall in Israel, wird es auch wieder viel diskutiert, welche Fotos zeigen wir oder welche Filme, Fotos zeigen wir, die die Würde der Opfer nicht verletzen, neben der Frage von Überwältigungsverbot. Wir müssen quellenkritisch sein. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir mit unserer Arbeit nicht genau das tun, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich indem wir nicht Quellenkritik üben, die Sprache und die Bilder der Täter unkommentiert weitergeben. Also, will sagen, wenn man anfängt, sich mit Täterschaft zu beschäftigen, dann läuft man immer Gefahr, in die Falle zu tappen und so eine Notwendigkeit zu finden. Also wenn man sich mit dem Handeln der TäterInnen beschäftigt, dann kann es passieren, dass man plötzlich denkt, aha, es gab die Notwendigkeit, dieses zu tun und deswegen haben sie den nächsten Schritt gemacht. Nein, wir müssen immer konterkarieren. Es gab keine Notwendigkeit. Zu jedem Zeitpunkt ab 33 hätte anders entschieden werden können. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, der systematische Massenmord beginnt aufgrund der Situation in den Ghettos im Osten. Und man hätte auch sagen können, die Situation ist dort so katastrophal, wir schicken die Leute wieder nach Hause. Niemand hat sie gezwungen, mit dem systematischen Mord anzufangen. Und diese Logik müssen wir konsequent durchbrechen, gerade wenn wir mit diesen Quellen arbeiten. Und wenn wir mit den Fotos arbeiten, dann dürfen wir sie nie nur als ein illustratives Mittel nehmen, sondern wir müssen unser Publikum in die Lage zu versetzen, dass sie erkennen, mit welcher Intention sind Fotos gemacht worden, wer sollte in welcher Form, mit welchen Bildern nochmal gedemütigt werden, bestimmte in einer bestimmten ideologischen Form dargestellt werden, um zu ermöglichen, gerade auch das Lehren für das Jetzt gestellt werden können. Es gibt noch eine große Reihe von Standards, die ich aber jetzt nicht aufmachen werde, sondern damit jetzt erstmal Schluss mache. Frau Gligowski, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir diesen Austausch haben und auch Ihr Bild der Netzwerkbildung über verschiedene Berufsgruppen, Zielgruppen hinweg. Das ist in diesen Zeiten ja extrem wichtig. Deswegen freuen wir uns, dass wir hier sind. Jetzt habe ich meine erste Frage an Sie. Gerade jetzt in den Demonstrationen, die wir ja in den letzten Monaten erleben durften, darf ich jetzt sagen, wo Leute aufstehen. Was wünschen Sie sich von uns jetzt hier in, sag ich mal, Region Hannover, Bergen-Belsen? Wie ist Ihr Eindruck, müssen wir solche Veranstaltungen noch mehr machen in verschiedenen Gruppen? Sollen wir auf Sie zukommen? Wie ist auch die Nachfrage in Bergen-Belsen, was Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten angeht? Gibt es Wünsche an uns, was wir weiter kommunizieren sollen? Also ich glaube, die Demonstrationen sind wichtig, aber die Demonstrationen sind ein erster Schritt. Und wenn Sie sagen, was würde ich mir wünschen, dann wünsche ich mir mehr Kontinuierliches und gar nicht unbedingt immer das Große, sondern eher die Kontinuität. Also weil Dinge vergehen auch schnell und ich finde es auch, also wenn ich jetzt an junge Leute denke oder an mich selbst denke, ich finde es auch legitim, wenn man irgendwann sagt, nee, ich will jetzt nicht nach Bergen-Belsen fahren. Ja, also ich möchte jetzt, ich möchte dieses Wochenende was Schönes machen. Und das finde ich legitim. Und deswegen sind kontinuierliche Angebote deswegen nötig, damit Menschen mehr Optionen haben zu entscheiden, auch wann sie sich damit beschäftigen wollen. Und wann sie sich einem bestimmten Thema aussetzen wollen und Angebote machen. Und ich habe vorhin ja Gelegenheit gehabt zu hören, was Sie für das nächste Jahr andenken. Ich
finde, also ich würde mich freuen, wenn wir im Gespräch bleiben, weil ich glaube, wir sind an ähnlichen Fragestellungen dran. Und da sich gegenseitig auszutauschen, da zu schauen, wo wir Sie unterstützen können, aber auch zu schauen, wo Sie uns mit Ihrer Fachexpertise unterstützen können, das finde ich, ist schon ein großes Potenzial. Großartig. Nochmal vielen Dank an Sie. Vielleicht noch die nächste Frage von meiner Seite in diesem Zusammenhang. Sie haben gesagt, wir können auf Sie zukommen, wir können den Austausch haben. Wie ist denn jetzt in den letzten Wochen und Monaten Ihr Alltag in Bergen-Belsen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie, jetzt bin ich auf Sie zugekommen, dass Sie vermehrt nachgefragt werden? Haben Sie genug auch, sagen wir mal, Kapazitäten, Unterstützung? Brauchen Sie noch weitere? Wir haben ja hier auch Förderer aus der Region Hannover, die einzelne Projekte unterstützen, die sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger sind. Also reichen auch Ihre Ressourcen? Also wir haben jetzt im Alltagsgeschäft ist es, einerseits sind wir gut ausgelastet, um es mal so zu sagen, und von daher freuen wir uns über solche gesonderten Anfragen, weil manchmal der Blick nicht ausreicht, von sich aus den Schritt zu tun. Aber was wir schon haben, und das knüpft schon an etwas an, wo wir gut netzwerken können, wir haben seit 2 Jahren ein berufsgruppenspezifisches Konzept erarbeitet, was jetzt in Bergen-Belsen sich derzeit noch sehr stark eben auf Polizei und Bundeswehr erstreckt. Aber der ganze Medizinbereich ist gerade auch im Hinblick auf die Ideologie, also wenn ich den ganzen Bereich der Eugenik und so weiter betrachte, ist das ein wichtiges Feld. Und die Kollegen, Kolleginnen beispielsweise aus der Gedenkstätte Moringen sind an uns herangetreten und haben gesagt, sie wünschen sich, dass wir auch etwas für die Pflegeberufe entwickeln. Und an diesen Stellen dann auch zu schauen, wo können wir voneinander eben profitieren, das ist immer schön. Und da könnte es auch passieren, dass ich zum Hörer greife und sage, ich brauche jetzt Ihre Unterstützung. Ja. Und der Kontakt in die andere Richtung ist ja eben auch schon im anderen angebahnt worden. Das freut uns sehr. Vielleicht können Sie sich gleich auch dann in die Diskussion noch mit einbringen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Frau Glöschke. Super, dass Sie hier waren. So, jetzt haben wir einen illustren Kreis eines Roundtables, die ich selber nicht vorstellen werde. Ich möchte nur eine Person vorstellen. Das ist Friederike Klein. Sie kann mal kommen. Friederike Klein ist Ärztin in Weiterbildung in unserer Klinik, hat als Professor Manns noch der Klinikdirektor war, der hat sie eingestellt. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie beerben konnte, als ich im April 20 die Klinik übernehmen durfte. Jetzt gucken ja viele online zu, auch vielleicht viele jüngere Kollegen. Sie ist so der Prototyp des Clinician Scientists, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Mikrobiom in der Galle und hat mit ihrem Mentor wissenschaftlich, dem Privatdozenten Dr. Benjamin Heidrich, ich würde sagen, einen wichtigen Baustein der Pathophysiologie der PSC, das ist jetzt für die Mediziner aufgeklärt, aber sie ist eben auch eine aufrechte Bürgerin und Ärztin, die sich auch in unseren Diskussionen in der DGVS sehr intensiv beteiligt hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Friederike Klein den Roundtable moderiert und auch die Teilnehmerinnen vorstellen wird. Vielen Dank, Friederike Klein. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ich würde alle Beteiligten gerne einmal nach vorne bitten. Genau. Wohin? Auch irgendwo, wo Sie wollen. Ja, ich setze mich gerne irgendwo, nein, wo es liegt. Jetzt setze ich mich sonst einfach hier in die goldene Mitte. Okay. Jetzt fehlt der Stuhl, oder? Achso, ich bin. Ja. Oh Gott, entschuldige. Es kommt ein Stuhl dann. Ja, auf der einen Seite. Ich wollte mir nicht aufbrechen. Wir hatten 2 Programme, weil der eine stand nicht drauf, weil der andere nicht. Das ist ja wie in dem Märchen. Ne? Zunächst einmal das Märchen mit der bösen Fee, die dann ins Gericht und so. Oh Gott, ich hoffe, ich bin nicht die böse Fee. Okay.
Ja, ich würde alle gerne einmal vorstellen. Ich fange hier an, das ist genau Frau Professorin Saloch, die Leiterin des Instituts für Ethikgeschichte und Philosophie hier an der MHH, genau als Medizinethikerin. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns bei der Einordnung nachher ein bisschen weiterhelfen sozusagen. Genau. Dann haben wir Herrn Michael Fürst, den Präsidenten des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde. Ich freue mich auch sehr, dass Sie dabei sind als auch Nicht-Kliniker, der auch nochmal einen etwas anderen Blick mit einbringen kann. Dann Professor Manns braucht wahrscheinlich nicht viele einleitende Worte, aber als Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover war auch Präsident oder Sekretär, wie es damals hieß, der DGVS. Dann haben wir Herr Professor Stoff, Historiker, auch hier aus dem Institut für, jetzt kriege ich es richtig hin, der Ethik, Geschichte und Philosophie. Genau, Frau Lünen als Geschäftsführerin der DGVS, Herrn Jens und Herrn Kunz haben Sie schon kennengelernt, genau. Und ich würde gerne beginnen, eigentlich hat Frau Glugewski sehr gut das, unseren Roundtable hier eingeleitet, denn genau das versuchen wir jetzt zumindest, nämlich eine Einordnung, warum diese Biografien, warum dieses, die Geschichte der Vergessenen für uns so relevant ist und warum eine Erinnerung eben nicht mit der Aufarbeitung von einzelnen Biografien aufhört. Und Herr Jens, ich würde gerne mit Ihnen einmal anfangen, und zwar, es wurde ja schon die Mitgliederliste gezeigt von den ausgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen. Und das Erste, was einem da ins Auge fällt, ist einfach die schiere Anzahl, die das betroffen hat. Also die Vergessenen, über die wir hier reden, das waren keine Einzelfälle, sondern das hat wirklich weite Teile der Ärzteschaft auch betroffen. Können Sie da vielleicht noch einmal so eine kleine Einordnung geben, wie das Ausmaß überhaupt war? Es ist eine Tatsache, dass in den frühen Fachgesellschaften die jüdischen Ärzte überproportional stark vertreten waren. In unserer Fachgesellschaft, die 1914 den ersten Kongress durchgeführt hat, waren das 25%. 25% Ärzte. Benjamin hat vorhin gesagt, in Deutschland 1% Juden. Das hat viele Gründe. Der eine Grund ist, dass der Arztberuf für die Juden möglich war, wobei die Karrieren begrenzt waren. Es gab nur ganz wenig Ordinarien, das waren Ausnahmen. Und sie waren dann Chefärzte in großen Kliniken in Berlin, in den ganz großen kommunalen Krankenhäusern. Oder sie haben sich niedergelassen. Und diese vielen Striche, die Sie auf der einen Liste gesehen haben, diese vielen roten Stifte, Striche, repräsentieren genau diese Tatsache. Und viel mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Es war natürlich auch ein Grund, Sie haben sich unendlich engagiert. Also wenn man den Hermann Strauß nimmt, das ist für mich so ein großes Beispiel. Der hat 400 Publikationen gemacht, der hat 25 Monographien geschrieben. Da kommen wir gleich zu dem Punkt noch hinzu, da sind Sie schneller als ich. Genau, ich würde einmal gern noch kurz den Blick etwas weiten und kurz die Zeit so ein bisschen nachskizzieren, über die wir eigentlich reden. Es fiel vorhin schon der Begriff, dass Berlin damals eine sehr innovationsfreudige Stadt war, ja in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, aber eben auch in der Medizin. Und Herr Professor Stoff, vielleicht können Sie uns noch mal gedanklich mitnehmen in die Zeit. Wie hat das Leben von Ärztinnen und Ärzten da ausgesehen, die Kollegialität, die Vernetzung? Also erstmal ist Kollegialität, ist, glaube ich, erstmal ein wichtiges Stichwort. Das ist, darüber habe ich vorhin auch noch mal nachgedacht. Ich würde das gerne ein bisschen, die Frage ein bisschen anders aufziehen, weil Kollegialität wäre natürlich etwas, was wir erwarten könnten. Jetzt ist es in jedem Bereich, im medizinischen Bereich, in wissenschaftlichen Bereichen, ist es natürlich so, dass wir es auch oft mit Konkurrenz zu tun haben. Also es ist ja immer so eine Mischung aus Kollegialität und Konkurrenzverhältnissen. Jetzt haben wir eben gelernt, und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass wir nicht diesen absoluten Einschnitt 1933 haben, sondern dass wir es mit einer Vorperiode zu tun haben.
Und nach 1933 auch mit einem gewissen, bis dann zum Entzug der Approbation 1938 auch, also das ist eine längere Phase, das ist jetzt, wenn Geschichte etwas ist, aus dem wir etwas lernen sollen, das unterstütze ich natürlich, dann sollten wir auch jetzt daran denken, wie langsam so Prozesse sich vollziehen können und wie auch etwas wie Kollegialität erodieren kann. Und das ist etwas, was man hier sicherlich sehr stark auch verfolgen kann, denn was jetzt für mich wichtig wäre, alle, die hier durchgestrichen worden sind, da sind andere nachgerückt. Es gibt andere, es gibt immer welche, die davon auch irgendwie profitiert haben. Und das ist gar nicht so einfach, das moralisch zu fassen. So, das könnten wir können es moralisch betrachten. Wir sehen aber auch diese langen, langen Prozesse. Ich habe ein Beispiel dafür, dann können wir weiterreichen. Ein Beispiel ist nämlich jemand, nachdem hier auch die MHH-Straßen sozusagen benannt sind. Ja, Karl Neuberg, der die im Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie das geleitet hat und zum Rücktritt gezwungen worden ist von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Dem folgt Adolf Butenandt nach. Adolf Butenandt übernimmt dieses Institut. Adolf Butenandt, Nobelpreisträger, später Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, eine der ganz, ganz wichtigen Figuren. Und es gibt zwischen den beiden nach 1945 so eine Art Briefwechsel. So, also die treten in Kontakt und Karl Neuberg ist ein sehr nachsichtiger Mensch. Also man wundert sich, wie nachsichtig er auch diesem Butenandt gegenüber ist und sagt, die haben das ja verdient als hervorragender Wissenschaftler. Aber dieser langsame Prozess, der sozusagen auch dem Butenandt gerechtfertigt hat, dieses Institut zu übernehmen, ohne große moralische Skrupel, weil er auch eine Karriere machen wollte. Das ist so, das ist dieses Feld, das sagt einiges auch über sozusagen unser Wissenschaftsfeld aus, das sattelt sozusagen auf der, das hatten wir auch schon, auf der Diskriminierung der jüdischen Ärzte und Ärztinnen und auch denjenigen aus dem wissenschaftlichen Bereich an den Universitäten ohnehin ausgesetzt waren. Und dieser langsame Verschärfungsprozess, das ist, glaube ich, etwas, was uns immer gerade jetzt so zu denken geben sollte, weil das nicht einfach in einem Moment passiert, sondern es ist was ganz Langsames und dann wird immer mehr möglich und irgendjemand hat einen kleinen Vorteil, jemand anders hat einen etwas größeren Vorteil davon. Und das sind die Prozesse, die sich da vollzogen haben. Ja. Ja. Darf ich einen Punkt dazu machen? Hermann Strauss schreibt in seinen autobiografischen Notizen 1933, ab jetzt ist die Kollegialität an die Rasse gebunden. Das hat mich immer tief beeindruckt. Auf der anderen Seite meine ich ja auch genau das, was Sie gerade gesagt haben, wie viel Antisemitismus schon vorher untergründig vorhanden war. Das wissen wir gar nicht so genau. Und dazu gibt es auch bei den Medizinern gar nicht so viel Untersuchung zu deren Haltung. Wir wissen dann, dass der Bergmann Prodekan war in der Charité und im März schon 1933 die Entlassungen vorbereitet hat oder auch daran mitgewirkt hat. Aber was in dem Vorfeld war, in der Medizinszene, das wissen wir nicht so genau. Wir sagen dann auch immer, ich habe das auch immer so vertreten, die saßen zusammen in den Hörsälen, die kannten sich alle gut, die waren zusammen Oberärzte, so wie wir das erlebt haben. Aber was da tatsächlich sich abspielte, das ist nicht so ganz klar. Darum ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, vielen Dank. Ich glaube schon, dass man dazu was sagen kann und auch sagen sollte, das geht ja schon viel früher los. Und das ist, sage ich mal, Medizin ist genauso wie bei meinem Beruf, bei den Anwälten gewesen oder den damaligen Notaren schon oder in der Wehrmacht. Also man kann nicht die Medizin anders darstellen als die anderen Gruppen. Die waren alle identisch. Es war der schiere Neid bei den meisten, der dann später dann schnell durchkam, als man durfte, als man neidisch sein durfte, als man patriotisch sein durfte und das war nur Neid, als man den anderen ausnehmen konnte, weil es erlaubt war auf einmal. Also ich glaube, man kann die Medizin dann nicht rausnehmen. Man muss sie genauso darstellen wie alle anderen auch. Genau, und Sie sagen das ja auch sehr gut, das bringt, das war halt in allen Schichten der Gesellschaft ein schleichender Prozess. Das jüdische Leben in Deutschland ist ja einfach, hat eine sehr, sehr lange Vergangenheit und das ist nichts, was plötzlich geschehen ist. Dennoch hat es irgendwann eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen. Also
Gerade wenn man sich auch die Biografie von Rudolf Schindler anguckt, das ist derjenige, der das flexible Endoskop, für die, die es nicht wussten, entwickelt hat, also das, was wir täglich in der Hand haben und mit dem wir immer arbeiten. Das ging doch sehr, sehr schnell. Herr Jens, vielleicht können Sie da noch kurz etwas zu sagen, oder Herr Kunz, vielleicht haben Sie da auch... Zu Rudolf Schindler? Genau, wie schnell das ging, also wann er das flexible Endoskop vorgestellt hat und wie wurde dann ja ausgeschlossen letztendlich. Also zu dem Kontext, der Rudolf Schindler war ein jüdischer Gastroenterologe, der in München, in Schwabing seine Ausbildung gemacht hat, der sich sehr früh mit der Entwicklung der Endoskopie, also der Gastroskopie beschäftigt hat und der Erste ist, der ein halbflexibles Endoskop entwickelt hat. Das waren ja vorher starre Metallrohre und der Schindler hat das distale Ende so konstruiert, dass es biegsam war und damit besser einführbar war, hat das über ein kompliziertes System von hintereinander geschalteten Linsen gemacht. Dafür ist er im März 1933 belobigt worden, im Bayerischen Staatsanzeiger, im März 1933. Im Oktober 1933 durfte er das Münchner Ärzteorchester nicht mehr dirigieren, er war ein begabter Pianist und Musiker. Und im Januar 1934 ist er verhaftet worden von der Gestapo nach einer Denunziation. Und dann gibt es ein Schreiben aus dem Frühjahr 1934 von Reinhard Heydrich, einem der schlimmsten NS-Verbrecher, der damals Polizeipräsident in München war, in dem er geschrieben hat, eigentlich ist der Schindler gar nicht der Erfinder dieses Endoskopes, er hat nur Anregungen übernommen. Und dann ist Rudolf Schindler im Sommer 1934 mit seiner Familie in die USA gegangen und ist da ein führender Gastroenterologe und Endoskopiker geworden, der die amerikanische Endoskopiegesellschaft gegründet hat. Und er ist in Deutschland bis auf eine Ausnahme von Norbert Henning vergessen gewesen. Und auch seine Lehrbücher, er hat ein großes Lehrbuch über die Gastroskopie geschrieben, diese Lehrbücher sind in Deutschland nicht rezipiert worden. Ich habe mal geguckt, in welchen Unibibliotheken diese Bücher waren. Es sind zwei. Das eine ist Hamburg aus der Privatbibliothek von Hans-Heinrich Berg. Der war mit dem Schindler bekannt, der wusste genau, was er macht. Und dann gibt es noch eine andere Bibliothek. Sonst gab es ein ganz anderes Lehrbuch, über das können wir vielleicht nachher noch sprechen. Also da sieht man, wie schnell es dann eben doch gegangen ist. Und vielleicht Frau... Ja. Zu Schindler kann man auch noch was ergänzen. Ja. Er ist dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, ja, und vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren, da wurde er posthum zum Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin ernannt, zusammen mit einem namens Michael Manns aus Hannover. Ja. Und ich durfte dann am Abend auch mit seiner Tochter zusammen speisen, Marianne Koch, der Schauspielerin, die für ihn Ehrungen entgegengenommen hat. Und, Herr Manns, die DGVS, hat erreicht, dass in Schwabing 2022 eine Gedenktafel aufgehängt wurde, 2022. In München hat an den niemand gedacht. Und dass er zurückgekommen ist nach München, hat diese privaten Hintergründe. Genau, dieser Punkt, dass erst spät aufgearbeitet wurde, da kommen wir später noch einmal in unserem letzten Teil drauf zurück. Das können alle vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten. Ich würde gerne noch mal zurück zu 33 und Frau Lühn und Herr Kunz, vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen. Wenn man die Biografien sich anguckt, dann gibt es so unterschiedliche Werdegänge, also welche, die eben auswandern konnten, Kolleginnen und Kollegen, die dann im Zweifel auch ein neues Leben begonnen haben oder auch nicht, da kommen wir später nochmal zu. Kolleginnen und Kollegen, die hier geblieben sind, können Sie das einmal so ein bisschen gruppieren, was so die möglichen Biografien waren? Fangen Sie ruhig an. Ich starte mal, also ja, Sie haben es ja gerade super gut geschildert, es waren eben alle. Also es gab keinen Prototyp,
der da betroffen war. Und es gab auch keine Protoreaktion, auf die man dann reagiert hat in dieser Situation, sondern das war so heterogen, wie wir alle sind, die wir hier sitzen in diesem Kreis. Und ich würde gerne auch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja zu dem Projekt gekommen, mitten in der Corona-Pandemie. Wir hatten den ersten Kongress, der ausgefallen ist, der digital ausgestrahlt wurde. Es wurde gestreamt und gefilmt und ich saß mit Herrn Jens in einer kleinen Kammer nebenan. Und wir haben gesagt, wir brauchen jetzt ein Projekt. Und Herr Jens hatte 80 Biografien da. Bildmaterial, was mich in diesem Moment komplett erschlagen hat, weil eben auch ganz viel davon war, wo ich einen direkten Bezug zu dem gesehen habe, was ich in meinem Studium gelernt habe, in meinem jetzigen Beruf als Geschäftsführerin für die DGVS ständig erlebe. Wir diskutieren gerade über Krebstherapie oder Zentralisierung. Das war Ferdinand Blumenthal, ne, der da schon eben in vor 33 publiziert hat. Also was ich nur sagen kann, es sind eben alle gewesen und es war komplett heterogen. Und jetzt kann Herr Kunz das vielleicht noch historisch ein bisschen besser und ausführlicher schildern. Ja, vielleicht nur noch mal, um Ihnen das in Erinnerung zu rufen, wie perfide diese Ausgrenzungspolitik der Nazis war. Einige Sachen hatte ich vorhin schon angesprochen, so zentrale Daten, die man immer mal wiederholen muss im Kopf. Also 1. April 33, der Boykott von jüdischen Rechtsanwälten, Geschäften, aber auch Arztpraxen. Übrigens war auch unser Walter Heinemann dann 10 Tage gleich im April 33 schon in Schutzhaft genommen in Braunschweig. Aber da ist zum Beispiel auch wieder, deswegen ist diese Autobiografie so wichtig, beschreibt er, ja, wie er nach 10 Tagen entlassen wird. Er sitzt allein in seiner Praxis. Man stellt sich das jetzt mal vor. April 33 und dann kommt einer seiner ehemaligen Patienten, irgendwie ein hohes Tier, kommt zu ihm und sagt, Herr Doktor, mir geht's gar nicht schlecht, ich habe gar nichts, aber ich habe heute in der Braunschweigischen Zeitung gelesen, das wurde noch in der Zeitung, stand noch dann stolz, heute wurde Dr. Walter Heinemann freigelassen aus Schutzhaft, aus so einem Euphemismus und ich komme zu Ihnen in die Praxis einfach, um Ihnen die Hand zu schütteln, das war mir heute ein Bedürfnis. Und das berichtet Walter Heinemann, das ist ja sowas, was sonst ja zutiefst menschliche, sage ich mal, Regungen, die ja auch wichtig sind, neben diesen ganz großen Zahlen. Aber perfide deswegen, weil es gab ja sowas, wenn wir uns diesen ganzen zeitlichen Ablauf angucken, das sogenannte Frontkämpferprivileg, was die Nazis eingeführt hatten, um auch Widerstand abzuschwächen. Was haben die gemeint? Die haben gesagt, pass auf, wir entziehen den jüdischen Ärzten jetzt meinetwegen die Kassenzulassung, mit Ausnahme der Juden, die schon vor 1914 eine Praxis hatten oder die als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg als Patrioten gedient haben. Da haben sich einige Juden dann in falscher Sicherheit gewogen, haben das sozusagen für sich reklamiert, haben dann sogar noch von Hindenburg dieses Frontkämpferabzeichen bekommen. Das war aber sozusagen ein perfides Spiel. Sie waren dann bis 35 teilweise geschützt. Manchmal auch nicht, ja, also haben die Immigration noch weiter rausgeschoben, sozusagen im Nachhinein, wir kennen die Geschichte, wie es ausgegangen ist, muss man wirklich sagen, und das gilt zum Beispiel auch für die jüdischen Mitglieder vom Robert-Koch-Institut, die alle im Frühjahr 33 entlassen worden sind, und im Nachhinein muss man sagen, hatten es die am besten, sozusagen, nicht falsch verstehen, am besten, die dann gleich emigriert sind, weil 33 waren die Chancen, im Ausland aufgenommen zu werden, am größten, ja. Und deswegen waren sozusagen, war es, je länger man in Deutschland blieb, und viele hatten ja Hoffnung, ne, Hitler ist ein Spuk, das wird schon bald vorbeigehen, ne, dieses Ganze sozusagen, was sich dann einfach nicht bewahrheitete. Und irgendwann war es einfach zu spät. Darf ich einen Satz dazu? Aber geholfen hat das natürlich einem Hannoveraner ganz besonders, den die meisten Hannoveraner auch kennen. Das war nämlich Berkowitz, Rechtsanwalt Berkowitz in Hannover, der als einer der ersten freiwilligen Einjährigen zur Wehrmacht gegangen ist und dann eine schwerste Verwundung, Kopfverwundung hatte und eine Silberplatte trug. Ich kenne ihn noch persönlich, weil Berkowitz war in Hannover so bekannt, weil er äußerst schwerhörig war. Das war für mich als junger Anwalt damals natürlich immer sehr schnell zu bemerken, weil er, wenn er nicht hören wollte, einfach abstellte. Ja, also er hörte kein Wort mehr, wenn er plädierte irgendwas, das hörte er jetzt mal noch, die Gegenerwiderung, die hörte er gar nicht mehr. Das war also für junge Anwälte immer ganz nett zu wissen. Und der zweite Punkt war, er fuhr Fahrrad. Trotz seiner schweren Verwundung fuhr er Fahrrad und dann hat er seine Robe schon angehabt. Er fuhr also mit wehender Robe hier durch Hannover durch. Und Berkowitz war also genau wie alle anderen auch im Dezember 1941 hier zur sogenannten Verschubung hier anbefohlen am Bahnhof. Und bevor er in den Zug stieg, wie mein Vater und meine Großeltern genauso, wurde er von einem
Wachmann angefahren, warum er das diamantene Verwundetenabzeichen trug. Und da konnte er nun stolz und sagen, ich habe wirklich mir verdient, ja, in Anführungszeichen verdient. Und der hat ihn dann aus dem Waggon, also vor dem Waggon bewahrt, und Berkowitz überlebte in Hannover als sogenannter Judenkonsulent weiter und durfte für Juden seine Praxis fortführen. Ich würde gerne nochmal den Fokus so ein bisschen heben, weg von einzelnen Biografien, sondern hin zu dem Überblick, weil man auch auf der Website ist das sehr schön für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch hinterlegt, wie im Grunde die Kolleginnen und Kollegen ihre Position verloren haben. Da hat man ein ganz offizielles Schreiben nach Hause bekommen, wo man von seines Amtes enthoben wurde oder später auch die Approbation verloren hat. Ich meine, das kennt jeder von uns, jeder weiß, wie hart man für die Approbation gearbeitet hat und was es bedeuten würde, wenn die weg wäre. Und dort ist einfach ein ganz offizielles Schreiben, wo im besten Beamtendeutsch im Grunde steht, ja, vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Ja, auch das ist wieder, das muss man, ich finde, das ist wichtiges Allgemeinwissen, zu wissen, dass die Nazis folgendermaßen vorgegangen sind. 30. September 1938, allen in Deutschland verbliebenen jüdischen Ärzten und Ärzten wird die Approbation entzogen. So, auf der anderen Seite war ja noch sehr viel jüdische Bevölkerung im Land. Die Nazis hatten ja auch immer so eine verrückte Idee von Ansteckung und so und haben gesagt, naja, die jüdischen ehemaligen Ärzte, die sich jetzt nicht mehr Ärzte nennen durften, sollen sich aber nach wie vor noch um die jüdische kranke Bevölkerung kümmern. Was machten sie? Sie erfanden in deutscher Beamtensprache einen neuen Beruf, den Beruf des sogenannten Judenbehandlers oder Krankenbehandlers. Und auch das wir nach deutscher gründlicher Bürokratie, dem wurde gesagt, so, diese Krankenbehandler, die müssen ein Schild anbringen, also sichtbar, ja, mit Davidstern und wo drauf steht, zur ärztlichen Behandlung ausschließlich von Juden berechtigt. Das waren dann sogenannte Krankenbehandler. Das heißt, man hat das Stück für Stück, wie so eine Salamitaktik, immer Stück für Stück geschoben und sozusagen, wenn man juristisch sich damit beschäftigt, wie viele Gesetze erlassen wurden, um die Juden zu entrechten und auszurauben. Ja, also ein wahnsinniger Akt sozusagen. Und das muss man sich einfach auch in der zeitlichen Abfolge sozusagen vertraut machen, bis dann irgendwann sozusagen der Stern, der dann wirklich getragen werden musste, eingeführt wurde, ich glaube 41. Ja, also, und das ist, ich finde, wie gesagt, das kann keiner sozusagen sich alles behalten, aber das ist schon hin und wieder mal sinnvoll, sich diese zeitliche Abfolge auch zu vergegenwärtigen. Frau Lühn, würde ich auch ganz kurz gerne ergänzen. Sie haben ja eben gefragt, was waren das denn für Menschen, 33? Und Sie beleuchten jetzt die juristische Seite, aber wir haben natürlich in unserer Sammlung auch, ich bitte untertänigst um Entlassung, das Entlassungsschreiben von Ferdinand Blumenthal in Erwartung seiner Zwangspensionierung. Also auch das hatten wir auch eben in dem Vortrag von Frau Krügelewski, glaube ich, und auch bei Heinemann, dass man eigentlich schon in Vorleistung geht, ob dieses Systems, was man da so auf sich zuwabbern sieht. Also es ist ja die Frage, wie weit man das durchblicken kann, wenn man selbst in so einer Situation ist. Und das fand ich eben auch wahnsinnig, also ich finde, das kann man sehr gut ins Jetzt transportieren, dass so Dinge unklar sind. Und dass man sich fragt, wo ist die Position, die ich beziehen muss. So. Und als letzter Halbsatz, das gehört zur Wahrheit dazu, es gab eben kaum die Fälle, die man sich gewünscht hätte, Leute, die eingesprungen sind für jüdischen Kollegen, die gesagt haben, das trage ich nicht mit. Jetzt kann man sagen, unterschiedliche Gründe, entweder weil sie überzeugt waren, ne, oder weil sie davon profitiert haben, weil sie es für richtig hielten oder weil sie Angst hatten, welche Gründe auch immer. Es war wahrscheinlich eine Melange aus allem. Aber wir haben nur ganz wenig historisch verbriefte Fälle, wo Leute aus den Fachgesellschaften aus wirklich Solidarität gesagt haben, dann, wenn die alle rausgeschmissen werden, dann gehe ich auch. Ja, ganz, ganz selten. Da kommen wir gleich noch dazu, auch was das für uns heute bedeutet. Auch als, ja, Sie wollen darf noch kurz? Ich noch einen Punkt machen? Mir ist ganz wichtig, die Entlassung aus den Universitäten und kommunalen Krankenhäusern geschah ja ganz früh. Das war im April und Mai 1933. An den Universitäten ist dann die Lehrbefugnis 1934 entzogen worden. Und der andere Punkt ist, zu dem Heterogenen, was Frau Lühn gerade erwähnt hat, das ist tatsächlich so, dass die Reaktion völlig unterschiedlich waren. Bei den jüngeren jüdischen Ärzten war ziemlich früh klar, dass
sie das Land verlassen müssten. Und das haben sie zum Teil auch getan. Sie haben sich vorbereitet, nach Palästina zu gehen. Also es gab eine Gruppe von zionistischen Ärzten, die haben das sehr gezielt gemacht. Es gab auch in Berlin Vorbereitungskurse. Dafür sind die Ärzte verhaftet worden von der Gestapo und wurden dann als marxistische Ärzte denunziert. Und dann gab es die Älteren, so wie Hermann Strauß, die sich nicht entscheiden konnten, die dann gesagt haben, ja, ich bleibe hier. Die waren Ende 60 und die hatten wahrscheinlich auch keine realistische Chance. Also das ist eine ganz differenzierte Betrachtungsweise, die, glaube ich, nötig ist, um die einzelnen Schicksale auch zu begründen. Und da sind wir dann wieder auch bei Strukturfragen. Das ist ja nicht nur Biografie, sondern das hing an Bedingungen, an Visumsmöglichkeiten, an Aktivitäten, an Beziehungen, an Netzwerken. Und wenn Sie den Heinemann angucken, der hat es immer geschafft, innerhalb kürzester Zeit irgendeine Regelung für sich zu finden. Wenn wir nochmal schauen, um wen es da geht, wer die Kolleginnen und Kollegen zu der Zeit waren, dann fällt auch auf, dass das im Grunde die Generation ist, die den Grundstein für unsere moderne Medizin wahnsinnig mitgelegt hat. Und Professor Manns, vielleicht können wir mal brainstormen sozusagen, die Top 5 Errungenschaften auch für die Gastroenterologie in der Zeit. Also ich würde gerne, also einmal würde ich gerne sagen, was Sie gesagt haben, zwei Zahlen, die schon beeindruckend sind. 1% der Bevölkerung, jüdischen Glaubens, 15% der Ärzte. Das zeigt, dass unsere Berufsgruppe da in besonderem Maße betroffen ist. Ja? Juristen auch. Ja. Und dann haben wir ja schon gesprochen über die Umbenennung der Straße, der MH von Konstantin-Gutscher-Straße in Karl-Neuberg-Straße. Und das führt mich jetzt zum Ehrendoktor der MH, den wir dabei nicht vergessen wollen. Wir haben einmal von der Endoskopie gesprochen. Schindler, das war damals wirklich revolutionär, dass man praktisch in den Körper hineinschauen konnte. Es war aber auch die Zeit der Biochemie. Ja? Und es sind ganz grundlegende Entdeckungen der Biochemie. Sie haben selbst gesagt, Karl Neuberg war dann Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin. Und da ist er auch einem anderen Niedersachsen begegnet, nämlich Hans-Adolf Krebs, dem Ehrendoktor der Medizinhochschule Hannover. Er war ein Sohn eines HNO-Arztes in Hildesheim. Er hat dann in Göttingen studiert, wie man das so von Hildesheim aus gemacht hat, ist dann nach Berlin gegangen, wie man gehört hat, wenn man forschen will, hat auch Chemie studiert und ist dann, Karl Neuberg hat ihn empfohlen für den Lehrstuhl für Biochemie in Münster, er ist aber dann nach Freiburg gegangen zu Tannhauser. Ja, Tannhauser ist der Namensgeber des wichtigsten Preises unserer Gastroenterologiegesellschaft und er hat den Harnstoffzyklus als Assistent und Internist in Freiburg entdeckt, musste dann Deutschland verlassen, ist nach Cambridge und dann nach Oxford gegangen und hat da den Citratzyklus entdeckt, ja, und hat dafür 1953 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und die MH ist glücklich, dass die MH eine von den 21 Universitäten ist, die ihm die Ehrendoktorwürde verleihen durfte. Ich glaube, wenn man sagt Endoskopie und diese biochemischen Entwicklungen waren schon die wichtigen Dinge der Zeit, natürlich auch noch die Antibiotika-Entwicklungen, die Antiinfektiva, denn letztlich, wenn man sieht, was hat die Menschheit nach vorne gebracht, ja, dann ist es die Besiegung der Infektionskrankheiten. Das hat den größten Sprung gegeben. Ja. Ich würde gern darauf hinweisen, dass unsere Gesellschaft ja am Anfang hieß Magen-Darm-Stoffwechselkrankheiten. Und das, was Sie völlig zu Recht gesagt haben, ist ja ein ganz großer Komplex gewesen. Und ich meine auch, dass dort die größten Fortschritte in der Zeit vollzogen wurden, was die Stoffwechselvorgänge anbelangt. Und dann gehörte die Diabetologie auch dazu und die Endokrinologie. Das ist alles erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine eigene Fachgesellschaft geworden. Und in dem Kontext muss man natürlich das Insulin erwähnen. Das kommt nun nicht aus Deutschland, aber Minkowski und auch Hermann Strauß und Herr Böhnheim haben sich intensiv damit beschäftigt. Und das gehörte letztendlich alles zu uns, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, man muss auch die wissenschaftliche Community
als die deutschsprachige Community auffassen. Da gehört auch die Wiener Community dazu. Und es sind zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Einmal die Pathologie hat auch in der Zeit, sagen wir, die Analyse des Gewebes, am mikroskopische Analyse des Gewebes, am lebenden Gewebe. Und da muss man auch den Namen Popper erwähnen, ja, der wirklich sein Cousin ist der Karl Popper und Hans Popper waren Pathologe aus Wien. Und da gibt es auch dann eine ganz besondere Geschichte, ja, die zeigt, wie verflochten das einfach war. Er ist geflüchtet nach in die USA und hat dann, ist Pathologe geworden, war dann an Mount Sinai in New York, der Ordinarius für Pathologie und auch Dekan. Und er hat dann mit Herbert Falk, dem Gründer der Falk Pharma, viele Symposien veranstaltet. Und er hat dann als Pensionär, war das praktisch seine Haupttätigkeit. Und man hat einen Preis verdient, den angesehensten Preis damals der Hepatologie, den Eppinger-Preis, den hat er benannt nach seinem Chef in Wien. Ja? Und dann plötzlich hat er das Time Magazine auf der Frontseite veröffentlicht, der wichtigste Leberpreis international wird vergeben an einen Nazi-Verbrecher. Ne? Und die Geschichte ist, Wiesenthal hat ja systematisch auch untersucht, die Fälle, die letztlich bei den Nürnberger Prozessen vor der Verurteilung Selbstmord begangen haben. Und die Geschichte ist, dass der Chef Eppinger hat seinem Assistenten Popper die Information gegeben, dass er schnellstmöglich Österreich verlassen soll, weil er auf einer bestimmten Liste steht. Ja? Und das ist die Geschichte, warum er ihm das Leben gerettet hat, aber dann auch die besondere Verflechtung. Ich glaube, die Pathologie ist auch noch ein wichtiger Punkt, der in der Zeit für große Fortschritte gesorgt hat. Ja, und es ist auch vieles, was wir in unserem täglichen Alltag im Grunde auf Station machen, basiert einfach auf den Erkenntnissen aus der Zeit, sei es von Ismar Boas, dem Gründer der Fachgesellschaft, der Test auf okkultes Blut im Stuhl, machen wir ja nun auch häufig, vielleicht denkt der ein oder andere mal an ihn, wenn er den nächsten Befund sieht. Wir haben den Kreatinin als Marker für die Nierenfunktion, was auch in der Zeit mit aufgekommen ist. Und nicht zu vergessen von Hermann Strauß, der jetzt schon mehrfach genannt wurde, die Kanüle, also die Punktionskanüle, mit der wir im Grunde alle Punktionen, die wir so täglich auf diversesten Intensivstationen, Normalstationen oder so machen, kommt aus dieser Zeit und von einem der Kollegen, der eben auch in diesem Mitgliederverzeichnis durchgestrichen wurde. Ja. Wenn man das jetzt alles so hört, dann könnte man sagen, okay, das ist irgendwie Geschichte, ist schön, dass die Biografien aufgearbeitet werden, aber was geht mich als Arzt das eigentlich so richtig an? Und da ist so die Frage, welche Lehren ziehen wir aus diesen Ereignissen. Und Frau Professorin Sollach, ich bin sehr froh, dass Sie uns da bei der Einordnung ein bisschen helfen. Ja, sehr gerne. Also was mir zunächst ist wichtig ist, vielleicht nochmal hervorzuheben, bei Frau Kryglewski klang es so ein bisschen an, der Arztberuf ist nicht irgendein Beruf im Nationalsozialismus, sondern der Nationalsozialismus war ja in ganz wesentlichen Teilen eine Biopolitik. Also mit diesem ganz verqueren Konzept der Rasse, auf das sich dann ganz viel stützte, waren die Mediziner natürlich vom Anfang auch mit drin. In einer besonderen Weise, ne? Als eine besondere Berufsgruppe. Nicht nur die Mediziner, sehr stark zum Beispiel auch die Hebammen und andere medizinische Berufsgruppen, ne? Um diese biopolitischen Vorstellungen in der Gesellschaft realisieren zu können. Und was für mich persönlich sehr eindrucksvoll ist, ist, wie es dadurch zu einer totalen Pervertierung ärztlicher Ethik gekommen ist. Also die hatten ja ihre ärztliche Ethik im Nationalsozialismus, die aber halt einfach völlig verquer war von ihren moralischen Konzepten her. Es gibt zum Beispiel die Ärzteführerschule in Altrese, auch ein sehr interessanter Gedenkort, das ist am Tollensesee, Mecklenburgische Seenplatte, wo circa jeder sechste deutsche Arzt in der Zeit des Existierens dieser Ärzteschule mal gewesen ist und ideologische Schulungen durchlaufen hat, die dann nach Rückkehr zu Hause in die Praxis umgesetzt wurden. Also für mich als Medizinethikerin wirft das so ein bisschen die Frage auf, ja, es war ja auch eine Art von Ethik, an die da gemeinsam geglaubt haben, auf die sich eingeschworen haben, die sie dann auch auf unmenschliche Weise in die Praxis getragen haben. Und das ist für mich mit so einem Appell verbunden, dass wir irgendwie auch was Überzeitliches in der ärztlichen Ethik brauchen, was von den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen auch in gewissermaßen
unabhängig ist. Und das hat sich dann ja tatsächlich auch ergeben. Und ich denke hier speziell an das Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes von 1948, das gerade vor dem Hintergrund der Schrecken des Nationalsozialismus entstanden ist und wo dann zum Beispiel im ersten Satz steht, ich gelobe feierlich mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Also Humanity ist es auf Englisch. Da diskutieren wir immer, ist es Menschlichkeit oder Menschheit. Aber und auch an anderer Stelle im Gelöbnis wird nochmal ganz deutlich hervorgehoben, dass wir als Ärztinnen und Ärzte keine Unterschiede machen dürfen. Nicht wegen Geschlecht, Religion und so weiter. Die ganzen Dimensionen, die uns wohl bekannt sind. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Konsequenz, die gezogen wurde und dass man sich irgendwie vor Augen führt. Natürlich ist der Arztberuf historisch wandelbar, ne? Und gerade das Wissen, von dem wir ausgehen, vor dessen Hintergrund wir praktizieren, ist wandelbar. Aber es gibt doch gewisse Werte, die irgendwie überzeitlich sind und die auch nicht relativiert werden dürfen, wenn jetzt so eine massive staatliche Ideologie einfach zum Tragen kommt. Ein bisschen ergänzt mit einer juristischen Angelegenheit wieder mal, oder politischen besser gesagt sogar. In der Zeit, als Gerhard Schröder noch Ministerpräsident in unserem Lande hier war, gab es eine neue niedersächsische Verfassung. Also die Niedersachsen wissen das alle noch. Wir bekamen also eine Verfassung und kurz darauf wurde festgestellt, dass diese Verfassung eigentlich etwas nicht enthielt, nämlich die Verantwortung der Politiker vor etwas Höherem als der Politik. Und die Katholiken kamen auf mich zu und fragten, können Sie sich daran beteiligen, dass wir versuchen, dieses, ich sage jetzt mal, Gott in die Verfassung damals hineinzubekommen. Das war das Schlagwort damals, wobei Gott gar nicht als Gott gemeint war, sondern etwas Höheres einfach gemeint war. Und wir bekamen dann sehr schnell auch natürlich die Protestanten mit. Bei den Muslimen ging es nicht. Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, die haben bis heute noch keine Gruppierung, wo man sagen kann, die vertreten alle. Haben sie bis heute noch nicht geschafft, aber sind am Arbeiten. Und wir haben das sehr schnell durchsetzen können. Da gab es das Plebiszit in der Form, wie es heute gibt, noch nicht so, aber wir haben es also damals geschafft. Und dann gab es einen Jahresempfang, wie üblich von der Berliner Bank, der erste, die Berliner Bank gab es damals noch, hier in Hannover im Opernhaus. Und Gerhard Schröder sieht mich, lässt seine Bewachung stehen, rast auf mich zu: Was habt ihr da wieder für eine Scheiße gemacht? Und ich kenne Gerhard Schröder vom Studium, ja. Ich sage, ich wusste ja, was er meinte, ja. Sage ich, Gerhard, was meinst du denn? Ja, die Sache da mit der Verfassung, nun haben wir gerade geändert, nun wollt ihr das schon wieder, so ein Unsinn, Unsinn, Unsinn. Und ja, und anschließend kam es dann ein paar Monate später zu der Abstimmung im Landtag und mit, ich glaube, 99% oder ähnlich wurde dann Gott in die Verfassung hineingenommen. Und Gerhard Schröder stimmte auch dafür. Ich mache noch einen kleinen, also ich kehre mal zur Medizin zurück und versuche das nochmal historisch auch nochmal einzuordnen, weil was wir in der Medizin, und zwar schon vor 1933 schon lange haben und in den 1920er Jahren sehr stark, ist im Grunde eine Debatte über die richtige Medizin. Das Schlagwort in der Zeit ist die Krise der Medizin. Und die ist verbunden eigentlich mit einer fundamentalen Kritik auch an der naturwissenschaftlich-technischen Medizin, wie wir sie hier lernen, die einhergehen würde, sagen Leute wie Viktor von Weizsäcker schon in den 1933er Jahren und dann nach 1945 auch nochmal ganz intensiv, mit einer Objektivierung des Menschen. Und diese Objektivierung, den Menschen eigentlich, möglicherweise auch nur noch diagnostisch wahrzunehmen, aber nicht als Mensch, also nicht so. Das sei etwas, das wird nach 1945 in den ersten Jahren tatsächlich diskutiert, durch Mitscherlich, durch den Weizsäcker. Das sei etwas, was es ermöglicht habe, dass gerade in der Medizin, dass gerade die Medizin bereit war, Menschen nicht als Menschen mehr wahrzunehmen, sondern sie dann zuzuordnen, dann biopolitisch nach einer bestimmten Vorstellung von dem, was eine Rasse sein solle, und zugleich sozusagen mit dem, was die Medizin eigentlich selber liefert, mit dem Handwerkszeug der modernen Medizin, sehr schnell bereit zu sein, dann Mitmenschen nicht mehr als Mitmenschen wahrzunehmen, sondern und sie sozusagen als Objekte eigentlich nur noch zu sehen. Das ist eine Diskussion, die gibt es da schon, und es ist tatsächlich ja sicherlich auch eine Praxis, die es da schon gibt. Und noch als kleiner Anhang, weil ich hier gerade sitze und letzte Woche, wir haben Geschichte, Theorie und Ethik ist das, was wir hier lehren,
jeder dritte Jahrgang wird bei uns durchgeschleust und Medizin im Nationalsozialismus spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich dann den jungen Leuten versuche zu erklären, was Eugenik ist, was die allermeisten nicht kennen, weil die das in der Schule nicht lernen, die lernen nicht in der Schule, dass der NS irgendwas mit Biopolitik oder Eugenik zu tun hat, das wissen sie nicht, wenn sie hierher kommen, auch wenn sie Medizin studieren. Und dann zeige ich ihnen immer einen Text von einem Gynäkologen, das ist schon viel eher, das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg, der sagt, wir als Gynäkologen, wenn wir, und natürlich ist das ärztlicherseits, geht es uns darum, um das Wohl der Mutter, des Kindes, der Frau, das ist das, worum es uns eigentlich geht, erklärt er so, und das ist wie so eine Präambel, ein bisschen altertümlich ausgedrückt, aber da kann ich den Studierenden sagen, das finden wir ein bisschen altmodisch, wie er es schreibt, aber können wir sagen, ja, das ist moralisch korrekt sozusagen. Und dann kommt ein zweiter Absatz und da sagt er, aber es gibt auch eine eugenische Medizin. Und in dieser eugenischen Medizin, da geht es um das große Ganze, da geht es um die nächste Generation, da geht es um das Volk, da geht es um die Rasse. Und das ist in dem Sinne viel, viel wichtiger. Und das ist nur so, ich versuche Ihnen das zu zeigen, um zu verstehen, das ist der Widerspruch, also wo sozusagen das Individuum, der Mensch, pathetisch gesprochen, nicht mehr gesehen wird, aber irgendeine imaginierte Gesamtheit, irgendeine, das ist ja eine Imagination. Und das ist sozusagen das, was wir da auch in der Lehre auch immer wieder stark machen müssen. Was übrigens als letztes jetzt, es gab eine Lancet Commission von Volker Röhlke vor allem initiiert, wo noch einmal ganz stark, also über die medizinische britische Zeitschrift The Lancet, wo noch einmal ganz stark gemacht wurde, dass die Auseinandersetzung mit den Medizinverbrechen im Nationalsozialismus also obligatorisch sein muss für die medizinische Ausbildung. Ja, das sind zwei ganz wichtige Punkte, finde ich, auch angeklungen. Und das eine ist gerade zum Thema auch Eugenik, dass wenn man so auf die Universitäten mal so durchguckt, wann sich mit diesen Thematiken eigentlich beschäftigt wurde, wann im Grunde auch von Chefärzten damals der Psychiatrie im Grunde, da die Biografien aufgearbeitet wurden, dann ist das häufig auf Druck von außen, also nicht unbedingt von Kolleginnen und Kollegen und dann relativ spät. Frau Professorin Saloch, was meinen Sie, warum tun wir uns so schwer damit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen? Zunächst mal ist mein Eindruck, es gab manchmal Anlässe von außen, die dazu geführt haben, dass Fakultäten es aufgearbeitet haben. Es hängt aber auch am Engagement einzelner Personen. Also an einzelnen Standorten hat es einfach irgendwann Personen gegeben, die teilweise aus ganz anderen Fächern kamen, gar nicht aus der Medizingeschichte, sondern Kliniker etwa, die gesagt haben, es ist für sie jetzt ein ganz zentrales Anliegen, hier ist was nicht aufgearbeitet, sie wollen es initiieren und haben es dann gemacht. Ja, es ist ja auch gewissermaßen fachfremd, ne? Also Herr Professor Stoff und ich, wir erleben das ja auch, dass wir auch immer so ein bisschen Exoten sind hier an der MHH als Geisteswissenschaftler auch mit unserem Team. Eine wirklich historisch gehaltvolle Aufarbeitung ist nichts, was jetzt so eine typische Art von Forschung wäre, wie sie hier an der MHH läuft. Also das ist vielleicht zunächst mal die erste Hürde, die man zu überwinden hat, ne? Man muss Kontakt zu Fachleuten herstellen oder muss sich selbst das Handwerkszeug aneignen, um so eine historische Aufgabe dann auch leisten zu können, auch qualitativ hochwertig leisten zu können. Die MHH hat ja, wie wir alle wissen, gewissermaßen die Gnade der späten Geburt, ne? Also mit dem Nationalsozialismus selbst können wir uns hier nicht auseinandersetzen. Wir haben ja auch das Hochschularchiv bei unserem Institut, da haben wir nun eben keine Dokumente aus dieser Zeit, aber es gibt natürlich eine personelle Kontinuität. Ne? Also diejenigen, die im Nationalsozialismus in leitenden Positionen als Mediziner tätig waren, haben ja nicht sämtlich aufgehört zu arbeiten, sodass das auch in der Nachkriegszeit in der BRD noch ein Thema ist. Ja, das vielleicht ein paar Gedanken. Wir als Gastrologen sind ja auch Internisten, ne? Und als ehemaliger Präsident der Deutschen für Innere Medizin, kann man sagen, auch unsere Gesellschaft hat das aufgearbeitet. Ja? Und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der Dr. Schuster, ist Internist, auch Mitglied unserer Gesellschaft und ist auch regelmäßiger Teilnehmer. Und ich, vielleicht jetzt, wenn wir zum Ende kommen, Antisemitismus ist nicht nur begrenzt auf die 12 Jahre, 33 bis 45. Ich erinnere an Schnitzler, den Wiener Schriftsteller, der selbst Arzt war. Sein Vater war der Chef der
Poliklinik in Wien und das Stück Professor Bernardi spielt Anfang 1900. Wer das nicht kennt, der sollte es bei der nächsten Gelegenheit ansehen, was zeigt, welche Atmosphäre da war. Und nochmal zu der Wissenschaft zurückzukommen, sicherlich die Immunologie ist etwas, was die letzten Jahrzehnte entscheidende Beiträge zur Medizin geleistet hat. Und da haben auch jüdische Kolleginnen und Kollegen ganz entscheidend beigebracht, es ist nicht nur Milstein mit den monoklonalen Antikörpern, sondern auch die Beschreibung der Allergie, ja, geht auf Clemens von Perquet zurück, ein Dermatologe aus Wien. Ja. Ja, und vielleicht darf ich einen Satz nochmal sagen, wir müssen ja vielleicht mal kurz überlegen, wie kam es überhaupt dazu, dass 25% der Ärzte bei 1% der Juden in Deutschland damals Ärzte wurden, und zwar vergleichbar durchaus mit den Juristen ebenfalls, wo es ein ähnliches Verhältnis wahrscheinlich war, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ähnlich war es bestimmt. Und ich will es auch nochmal zurückführen auf den Ersten Weltkrieg, in dem also tatsächlich prozentual mehr Juden teilgenommen haben als Nichtjuden und mehr Juden gefallen sind als Nichtjuden. Das ist eine sehr deutlich erkennbare Ziffer, die kann man jeden Tag nachlesen. Warum sind aber so viele Juden tatsächlich Mediziner geworden und so viele Juden tatsächlich Juristen geworden? Und in den akademischen Bereichen allgemein ist das die Zahl so ungefähr. Und da gibt es einen einfachen Grund dafür. Es gab natürlich sehr, sehr wenig, viel, viel weniger jüdische Beamte, als es nicht jüdische Beamte gab. Und für einen Beamtenhaushalt war es immer wichtig, dass der Sohn oder die Tochter auch Beamtin wurde. Dann hat man das erreicht, was man wollte. Das gab es natürlich im Judentum nicht. Im Judentum war es so, und ich sage mal ganz deutlich, das gilt heute noch genauso, für jüdische Eltern war es wichtig, dass ihr Kind mehr wurde als der Vater oder die Mutter. Und deswegen förderten die Eltern die Erziehung ihrer Kinder mehr als normal im deutschen Bereich das üblich war. Und ich glaube, deshalb hat man diese 25% bei den Medizinern und bei den Juristen und bei den anderen akademischen Berufen genauso. Und als man im Ersten Weltkrieg nun nachweisen wollte, dass die Juden ja feige waren, und das wollte man nun deutlich machen, gab es die sogenannte Judenzählung. Und dann stellte man sehr schnell fest, dass viel mehr Juden beim Militär waren im Ersten Weltkrieg als Nichtjuden, prozentual natürlich nur. Und man vergaß sehr schnell diese Zählung und packte sie unter den Tisch. Ja, als letzten Punkt sozusagen möchte ich nochmal auf den Punkt der Versöhnung hin, was ja dieses Projekt letztendlich auch ist, nämlich die Aufarbeitung der Biografien und eben gegen dieses Vergessen zu arbeiten, ist ein Teil von der Versöhnung, die aber nicht mit dem Aufarbeiten der Biografien natürlich endet, sondern weiter hinausgeht, und da sind wir als Ärztinnen und Ärzte auch besonders gefragt, im Grunde diese Versöhnung weiterzutreiben und immer weiter an die Vergessenen sozusagen zu erinnern. Und wir hatten vorhin Lillian Levy schon kurz angesprochen, die letztes Jahr auf der Tagung aus London zugeschaltet war und berichtet hat als Zeitzeugin. Und eine Frage von Ihnen an Sie war, was Sie denn oder was Sie der Ärzteschaft sagen möchte, der Anwesenden. Und Ihre Antwort war sehr, sie war auch emotional da sehr bewegt, hatte ich den Eindruck, und sagte, ja, sie ist dankbar dafür, dass ihr Vater rehabilitiert ist. Und das macht auch so deutlich, wie wichtig dieses Projekt eben auch für die Angehörigen ist und den Hinterbliebenen, und wie wichtig es auch ist, dass wir diese Erinnerungskultur fortführen. Ja, Lillian Levy wusste zu einem Teil gar nichts über das, was dieser Vater gemacht hat. Dafür gibt es einen Grund. Viele dieser Menschen, die NS-Diktatur erlebt haben, die Flucht erlebt haben, überlebt haben, haben eben zu Hause auch nicht gesprochen über das, was sie erlebt haben. Und das Interessante ist ja, dass es jetzt die Enkelkinder sind, mit denen wir kommunizieren. Und die Enkelkinder dieser Familien sind hochinteressiert. Und viele von denen, die in unserer Liste stehen, mit denen wir uns jetzt biografisch beschäftigt haben, sind ja nicht bekannte Mediziner, sondern sie sind ziemlich unbekannt. Und niemand hat sich 75 Jahre für die irgendwie interessiert. Und niemand hat Kontakt gesucht zu den Nachfahren. Und das ist etwas, was mich, was Benjamin
ja besonders motiviert. Das ist diese Brücke, die wir herstellen. Und wenn es irgend geht, versuchen wir eben, diese Angehörigen zu finden und mit denen auch zu kommunizieren. Oder nehmen Sie diese beiden Enkeltöchter von der Pollack-Familie. Nicht? Der Vater kommt in Bergen-Belsen um oder wird ermordet, die Mutter in dem verlorenen Zug. Und jetzt kommen wir plötzlich und konfrontieren sie wieder mit der Geschichte und sagen, wir möchten mehr wissen von ihrer Familie. Und das ging parallel zu dem Hamas-Angriff in Israel. Also diese Recherche war so ganz parallel. Und es ist mir durch und durch gegangen, weil das war natürlich auch für die sehr emotional. Und sie haben sich wieder ganz intensiv mit ihrem Vater beschäftigt, der eben auch nichts erzählt hatte. Und der andere Punkt ist, und das kann vielleicht Herr Manz noch mal sagen, für mich ist Hans Popper jemand, der sehr bewusst und ja auch ganz offen und unkompliziert nach 45 mit den Hepatologen die Brücke geschlagen hat. Und dieser gesamte internationale Austausch ist doch über den oder Herrn Scheuer oder wie zustande gekommen. Also vielleicht, Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu lange rede. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, auch Herr Fürst. Wir haben immer wieder Kollegen erlebt, die haben dann bewusst den Kontakt in den alten Kulturkreis gesucht und andere, die haben es komplett abgelehnt. Also der Chef von unserem Entdecker des Zitratzyklus, ja, von Krebs, Tannhauser, der Chef in Freiburg, der ist nie mehr nach Deutschland zurückgekommen. Und wir haben eine Deutsche für Innere Medizin ihn auch geehrt. Und die Tochter kam, um die Ehrung zu empfangen. Er hat es abgelehnt, deutschen Boden nochmal zu betreten. Hans Popper genau das Gegenteil. Er hatte vornehmlich, er sprach Englisch noch mit 85 mit einem grausamen Wiener Akzent. Man könnte auch sagen, mit einem charmanten Wiener Akzent. Ja. Und der hat einen Fränkischen gehabt. Ja. Und, aber er hatte immer Postdocs gehabt, die Deutsche waren. Der Pathologe Denk aus Graz war sein Schüler, unser Freund Hans-Peter Dienes, den hat er geliebt, weil er Hans hieß mit Vornamen. Ja. Und er hatte unzählige Pathologen ausgebildet, ja, und hat die Nähe zum deutschen Kulturkreis halt eben wieder gesucht. Und noch auch eine individuelle Geschichte. Wir haben eine Kollegin, die lange die Chefin der Hepatologie in Toronto war, eine Engländerin, ja. Ich darf das sagen, weil sie sagt, Jenny Heathcott, ja, Englisch, wie man sich eine Engländerin vorstellt. Ja. Die hat mir einmal, da saßen wir in Kairo, nach dem Hatschepsut-Attentat waren die einzigen Ausländer, die sich getraut haben, dahin zu fahren. Wir saßen im Keller, alles war abgesperrt. Da hat sie erzählt, weißt du eigentlich, dass ich halb Deutsche bin? Ja? Weißt du, dass mein Vater ist Jude aus Koblenz? Ja, sag ich, da komme ich her. Ja? Dann hat sie gesagt, er ist geflüchtet nach England, hat sein Geld als Bauarbeiter verdient, hat in der Baugrube gearbeitet und ist eine junge Engländerin mit dem Fahrrad in die Baugrube gestürzt und das war dann meine Mutter. Ja? Er hat nie über seine Kindheit, er hat nie über seine Vergangenheit. Und für uns Kinder war es immer ein großes Problem, dass wir wussten, da kommt ein Teil unserer Familie her. Aber das war tabu. Darf ich das ergänzen vielleicht? Ja, gerne. Das kenne ich aus meiner Familie natürlich genauso. Also mein Vater sprach über seine Kindheit eigentlich auch nie. Meine Großeltern sind in Riga umgebracht worden und er hat dort überlebt. Und ich weiß, und wir saßen bei Dehne, also die Hannoveraner kennen Gasthof Dehne oben in Isernhagen. Ja, und wir saßen wenige Jahre vor seinem Tod da. Auf einmal fängt er an, mitten beim Essen zu erzählen. Wir wissen heute nicht mehr, welcher Anlass es war, ob es die Kartoffeln waren oder das Schnitzel war, keine Ahnung mehr. Aber auf einmal fing er an zu erzählen, Sachen zu erzählen, die wir als Kinder nie vorher gehört hatten. Meine Großmutter, die in Theresienstadt überlebt hatte, von der mutterlichen Seite her, die sprach nie darüber. Die hat nicht ein Wort darüber gesprochen. Ja? Und von meinem Vater weiß ich nur, und das ist dieses, was Sie vorhin erzählt haben mit der Weißwäscherei, Whitewashing von Altnazis. Das kenne ich von meinem Vater auch, dass er erzählt hat, ich habe nie weiß gewaschen, ich habe die Wahrheit erzählt. Ja, aber es gab ganz, ganz viele Juden, die dieses Whitewashing betrieben haben, weil sie gesagt haben, ach, der war doch gar nicht so schlecht, der hat mir nach dem Kriege gleich die Hand gegeben und der war so freundlich, obwohl er vorher ein richtiger Nazi war. Aber dann hat man ihm eine Bestätigung gegeben, dass er eben kein Nazi gewesen ist. Damit hat er überlebt. Das
war in ganz, ganz vielen Fällen der Fall. Ja, das heißt, wir können eigentlich zusammenfassen, dass im Grunde in die Vergessenen, um die es hier geht, an die wir erinnern wollen, im Grunde unser heutiges ärztlichen Handeln wahnsinnig mitgeprägt haben, dass sie im Grunde die Sprache ja eigentlich mitentwickelt haben, mit denen wir heute immer noch Arztbriefe schreiben, und dass Veränderungen immer schleichend sind und gerade in einer Zeit, wo wir jetzt wieder beschmierte Hauswände sehen, wo eingeschlagene Fenster in Gedenkstätten, wir besonders wachsam sein müssen und wir da auch immer wieder gegenhalten müssen. Ja, vielen Dank. Ich nehme jetzt einfach mal das Schlusswort. Na, danach können Sie nichts mehr sagen. Was mich bewegt ist, dass ich meine, dass dies, was heute Abend hier passiert ist, eine Premiere ist. In einer Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, das hat es vermutlich so noch nie gegeben, wenn man mal von den psychiatrischen Kliniken absieht. Und das macht mich irgendwie sehr optimistisch. Und was ich auch absolut positiv finde, ist, dass Sie da waren und dass Sie über Vernetzung gesprochen haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn bisher läuft vieles sehr parallel. Die Medizinhistoriker sind dort, dann gibt es Fachgesellschaften, die machen etwas für sich, dann gibt es Fachgesellschaften, die nehmen viel Geld in die Hand und machen Projekte oder ein Buch und dann ist es vorbei. Und ich meine, dass das unsere Zukunft sein muss, dass wir uns austauschen. Und dann gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel, dass das Kontinuierliche das Entscheidende ist und dass es eine Daueraufgabe ist und dass wir immer neu erinnern müssen und dass wir immer neu überlegen müssen, mit welchen medialen Mitteln wir das erreichen, was uns verbindet. Vielen Dank. Herr Jens, vielen Dank. Sie haben in der Tat drei Punkte schon genannt, die ich jetzt nochmal gesagt habe. Ich möchte zwei Dinge sagen. Das eine ist, können Sie mal auf eine Folie gehen, Herr Krumrei, wo unser DGVS-Logo ist. Ein Name fiel, gehen Sie mal da. Wem das aufgefallen ist, da ist ja in unserem Logo ein Kopf. Der Name ist heute gefallen, das ist Isma Boas. Und diese Biografie haben wir heute noch nicht erwähnt. Was er gemacht hat, hat Frau Klein schon angedeutet. Aber Isma Boas ist 1934 nach Wien gegangen, 33 oder 36 ist er nach Wien gegangen und hat sich zwei Wochen nach dem Anschluss, wie immer die Terminologie korrekt ist, Österreichs, dem Einmarsch, das Leben genommen. Und das ist auch eine von vielen Biografien, die wir jetzt heute nicht erwähnt haben. Aber wir müssen uns alle als Gastroenterologen fragen, wie war das damals möglich? Wir brauchen einen klaren Standpunkt und ich kann für den Vorstand unserer Fachgesellschaft sprechen. Wir Gastroenterologen positionieren uns, gerade in diesen Zeiten. Wir stehen für eine weltoffene Haltung gegenüber jedem Bürger, jeder Bürgerin. Wir helfen allen und ich bitte alle, und das, was Herr Jens gesagt hat, Kontinuität. Jetzt ist ein Grasen Aktionismuswelle. Ich glaube, wie gut wir wirklich aufgestellt sind, wird sich in 1, 2, 3 Jahren zeigen. Wir sollen uns alle positionieren. Wir positionieren uns. Ich muss sagen, diese Diskussionsrunde war gigantisch. Ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen, Frau Klein, bedanken. Jetzt muss ich vorweg sagen, diese, sage ich mal, Persönlichkeiten zu moderieren, das war eine Herausforderung. Und dafür nochmal einen gesonderten Applaus an Friederike Klein.
Ich danke allen, die das möglich gemacht haben. Zum einen nochmal Dank an die Medizinische Hochschule Hannover, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen können. Das war wirklich historisch. Ich danke allen aber auch in der Geschäftsstelle unserer Fachgesellschaft, die das im Hintergrund mitbegleitet haben, die das ganze Projekt über viele Jahre mit ganz viel Leidenschaft unterstützen. Insbesondere auch Petra Lühn nochmal Dank. Für die, die das interessiert, es gibt eine Podcast-Serie, das nennt sich Gastrogeplauder. Ja, also das geht jetzt nicht um Kulinarisches, sondern es geht wirklich um gastroenterologische Dinge, die wir dort besprechen. Wir besprechen viele Fachthemen. Es gibt aber auch zahlreiche Ausgaben und es wird weitere geben, wo sich Petra Lühn mit Haro Jens unterhält. Und ich muss Ihnen sagen, das macht so einen Spaß, das ist so spannend. Ich lerne jedes Mal neu, hören Sie rein. Überall da, wo es Podcasts gibt, von Spotify bis Webcasts, hören Sie sich das an. Wir versichern Ihnen, wir bleiben weiter aufrecht. Herr Fürst, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie heute hier waren. Ihre nicht nur fachlichen Beiträge, sondern auch persönlichen Beiträge sind uns unendlich wichtig. Frau Glowski, super, dass Sie hier waren. Wir bleiben im Austausch und das ist, finde ich, erst der Anfang. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und danke allen, dass Sie hier gekommen sind und danke allen, die virtuell diese Veranstaltung verfolgt haben. Und wir werden sie auch im Verlauf im Netz zeigen. Sie können das alles gerne nachhören. Wenn Sie nochmal ganz schlaue Statements nachhören wollen, dann ist Ihnen das auch im Nachgang möglich. Vielen Dank.